Ja, ich rede mal. Also das Ding läuft, du kannst Klappen machen. Grossartig, Klappen noch, ja. Boom. Marco Fritsche, Joel von Mutzenmacher. Welcome! Danke vielmals. Du hast gerade vorher gefragt, ob meine Mutter das schaut. Ja, und weil da muss man sich immer ein bisschen zusammennehmen, was in der Wortwahl, in der Themenwahl. Ich habe immer so einen Mutterfilter. Also wenn ich weiss, meine Bauerledigung sucht, schaut meine Mutter. Das ist das Einzige, was sie mitbekommt, was ich je gemacht habe oder mache. Und dann sagt sie aber einmal, Bub, schätze doch ein bisschen anständig. Finde ich, okay. Wobei so unanständig schwätzen, ist jetzt nicht bei Bauerledigung gesucht. Ja, aber sagen wir mal schon, ich habe auf Deutsch gesagt, ein Arschloch oder so. Und dann finde ich. Hat einfach so, wie es gerade rauskommt. Ja, ja. Man lässt sich manchmal treiben. Dabei hast du sogar meine Mutter schon mal kennengelernt. Ja, eben drum, habe ich gefunden. Und, wenn ich sie wieder sehe, haut sie mir eins. Und sie hat uns gesehen, küssen. Wir haben uns auf der Bühne geküsst. Ah ja. Wenn die Kamera läuft und Publikum da ist, mache ich alles. Ich habe nie amoröse Tendenzen gehabt zu dir. Aber nein. Als altes Zirkuspferdli, für einen Applaus mache ich doch alles. Der Show-Effekt. Das ist ganz ein billiger. Ja, sie hat mir dann auch nachher erklärt, ja, es denken immer alle, dass der Show schwul ist. Aber ist es eben nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Mama hätte gewusst, dass du im Publikum bist, also Mutter Joel. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich das nie getraut. Weil, ja, ich finde, Mütter haben wir gerne, die schonen wir auch, wenn aber möglich. Bei meiner Mutter ist es aber eher umgekehrt, dass sie manchmal schon Filter müsste haben. Weißt? Genauso, wie sie dir, sehr sympathisch. Genauso wie sie dir das erzählt, ist sie mal beim, was ist sie, beim Klippi. Ist sie... Ah, den hast du auch geküsst? Nein, das ist... Du machst schon alles für Aufmerksamkeit. Dort habe ich Caroline geküsst. Okay. Ja. Also, ja, aber das ist jetzt nicht sehr ehrenrührig. Eigentlich kann ich es mehr so Kindheitstraum in Erfüllung gehen. So. Ja, aber zu ihm ist er dann auch und hat ihn zugelabert, bis zum Gehen nicht mehr. Also deine Mutter, der Klibi? Ja. Weil du Caroline küsst oder allgemein? Ja, wir sind zusammen auftreten bei einer Show und dann hat sie gesagt, kann ich noch ein Autogramm haben für den Joel? Er hat das immer gelost und so. Und ich dachte, ja, ist ja nice. Übrigens wegen Kurspartner Mike Müller. Ist eben gewissermaßen hetero und ich habe mal bei einer Age-Spender-Gala oder irgendeinem Anlass haben wir auch ein gemeinsames Interview gehabt. Ich weiß gar nicht mehr für was oder für wo. Und dann haben wir mal die Zunge in den Hals gesteckt. Und er hat gesagt, er hat kein Problem und keine Berührung gesehen. Und dann sagt eben so ein Markus und er hat gesagt, ja, easy und gesagt, auch so. Und er so, oh, aber nicht mit Zunge! Und das ist sogar auf YouTube. Irgendjemand hat mir mal gesagt, du, es gibt im Fall Leichen nicht im Keller. Irgendwie mit Kleider oder ohne Mitkleider. Ja, dann ist es auch kein Leich, dann ist. Das ist glaube ich, der Ursprung gewesen, warum wir denn uns auf der Bühne geküsst haben. Weil ich den Gott, Clip... Also ich bin so alt, dass ich immer mit so Geschichten führen kann. Das ist echt ein bisschen armselig. Nein, weil wir haben... Auch ein bisschen Wodka. Wir haben den Clip gezeigt. Und dann nachher... Das weiss ich im Fall nochmal. Doch, das also ist Basel Steil. An deiner Show. Ja, und das war dann die Steilvorlage gewesen. Irgendwie so. Weil ist dort Zoe Scarlett auch im Publikum gesehen oder ist sie auch auf der Bühne gesehen? Weil ich weiss, dass sie dort war, weil wir haben nachher noch geschwätzt und bei sie ist mir vorausgefahren, damit ich wieder irgendwie aus der Stadt rauskomme, ohne dass ich mich stundenlang verfahre. Das muss schon lange her gesehen sein. Der Appenzeller, der verloren ist in Basel. Ich habe noch kein Navi im Auto. Das ist wirklich schon lange her. Es ist wahrscheinlich 2012 oder 2013 gesehen. Das ist ja nicht so lang. Ja, es geht aber mittel. Oder 11 sogar. 11, ist egal. 11, 12, 13. Mach uns jetzt alle nicht älter, das ist gut, nein. Das ist schon so viele her. Und so ein Scarlett ist im Publikum gesehen. Ist im Publikum, aber nachher haben wir sie auch eingeschaltet oder irgendwie, oder habe ich einfach gefragt, dass sie gesehen. Also irgendwie so, du hast sie sicher erwähnt, das weiß ich noch. Aber das ist wirklich, also nein, so lange ist sie noch nicht her. Tempi passati, wie der Bildungsbürger sagt. Aber bist du einer, der mit den Jahren weniger Zirkuspferd wird oder mehr? Nein, das ist, ich glaube, schon ein bisschen entspannter. Also die Altersmilde ist in Spuren feststellbar oder die Altersentspanntheit, aber wirklich nur in Spuren. Aber ich glaube schon, Leute, die mich schon immer kennen, würde ich sagen, ist ein bisschen weniger anstrengend als früher, aber immer noch anstrengend genug, um auf die Nerven zu gehen. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen. Hast du das Gefühl, auf die Nerven zu gehen? Nein.
Ja, also jemand, der dann irgendwie, also ich bin wie ein kleiner Golf. Manchmal, wenn es irgendwie gut ist, weiss auch nicht, wenn ich mich gut fühle, gute Laune habe, dann wird es ein bisschen überstellig. Und das beobachte ich immer wieder so bei Kind, 3, 4 in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Finde ich mir auch scheiße, glaube ich, bin auch so. Sicher gesehen und vielleicht phasenweise sogar heute noch. Und dann merkst du ja, also sie spürt sich einfach nochmal. Und nochmal eins drauf und nochmal eins drauf und sowieso. Finde ich, ja, ich kann dann aber wie nicht böse, weil ich finde, ja. Aber das ist ja, Schaden habe ich auch. Das ist ja ein bisschen die, wie wollen wir sagen, die, nicht die USP, aber ein von deinen Vorzügen. Dass ich einen Schaden habe? Nein! Ich komme aus dieser Nummer wieder raus. Dass du bist so ein, du bist so ein Everybody's-Typ. Hast du mir gerade Huren gesehen? Ich habe genau gewusst, dass du es falsch verstehst. Oder willst du falsch verstehen. Nein, so, eben, du gehst in irgendein Restaurant oder Bar oder was weiß ich und du hast kein Problem mit allen Leuten, die zu quatschen. So. Ja, nein, habe ich nicht. Eben? Ja. Ja, aber das ist ich fröntele einfach nicht. Also ich habe nicht per se Angst vor Leuten. Voilà. Wenn Leute mir wohlgesonnen sind und mich nicht gerade irgendwie böse anschauen oder so. Wie bei Hunden. Ich habe Hunde in dem Sinn gehen, bis mich ganz böse anbellen. Dann habe ich es nicht gehen. Aber wenn es nicht sind, finde ich, yeah, Hund, hoi. Und so habe ich es auch mit, also das ist jetzt auch ein schwieriger Vergleich, aber wenn etwas oder nebit, er, sie, es, was auch immer, wir sind jetzt genderkorrekt, dann finde ich ja, also ist doch toll, ich finde das immer schön, wenn man mit irgendjemandem ins Gespräch kommt. Oder ja, aber es ist ja trotzdem nicht selbstverständlich. Für dich in deinem Kopf ist es selbstverständlich, aber ja. Ich habe auch schon genug Leute erlebt, die dann so... Finde. Aber das ist wirklich wahrscheinlich, wenn du vom Dorf aufgewachsen bist, wo eh immer alle mit allen Schwätzen sind und du als erstes immer musst sagen, wem gehörst denn du an? Dann musst du erklären, wer dein Grossvater ist, mütterlicherseits, väterlicherseits. Dann bist du so wie gewöhnt, dass, also entweder gehst du nicht raus und sonst musst du bereit sein, um dich mit Leuten zu unterhalten. Weil, ja, ein Stinkstiefel will niemand. Also, mag ich auch nicht. Die grossen Schweiger sind vielleicht geheimnisvoll, aber lustig sind selten. Ja, und das ist... In Appenzell wirklich faszinierend. Wir haben, auch wenn du jetzt nicht Moderator wärst, würden die alle kennen. Ja, weil die mich schon alle kennt, bevor ich noch ansatzweise irgendwie etwas gemacht habe. Ja, das ist so. Das fand ich aber auch cool. Darum bin ich auch gerne dort daheim, weil das interessiert dort oben eigentlich kein Schwein. Schon so, oder? Nein. Also manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht wäre ich jetzt ein bisschen weniger wohlwollend, wenn ich jetzt der Gemüsehändler wäre von Coop, Migros, was auch immer. Ja, wobei, das ist jetzt auch wieder ein Böse. Nein, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon so ein bisschen einen Bonus. Oder man lässt, so, der hat eher einen Knall. Also man kann mehr leiden, als jetzt vielleicht bei einem Schreiner oder Maurer. Der wird noch schneller für wahnsinnig erklärt. Und wir finden, ja, das ist ein komischer Vogel gewesen. Also, dass du so ein bisschen Gutwill hast und ein bisschen mehr Kredit, glaube ich. Sowieso wahnsinnig, wir müssen gar nicht das erklären. Ja. Bist du der Erste im Appenzell gesehen, der Tattoos hatte? So grosse vielleicht, aber sicher nicht. Also es hat schon harte Sichen gegeben von mir und ich bin ja nicht eine harte Sichen, ich bin einfach tätowieren. Aber nein, das hat es schon vorne gegeben. Nein, ich habe jetzt gerade mal überlegt gesehen, in meinem Freundes- und Bekannten, nein, das hat es schon vorne gegeben. Yeah. Japanisch traditionell, vielleicht bin ich dort erst, aber auch das ist eine Mutmassung und keine wissenschaftliche Härte, die Aussage. Weil das ist so das Bild, wo nach aussen siehst, so von wegen, es kann ja gar nicht sein, ein von Appenzell, der tätowiert ist und aber ist das so? Macht. Weil ich meine, ich habe es schon so lange, mehr fällt es gerne auf. Nein, das ist wie ein Leberfleck irgendwo. Jetzt ist es ja eh... Jetzt bist du cool, wenn du nichts hast. Weil ich finde wirklich immer wenn ich irgendwie Freundin oder Freundin sage, etwas Kleines oder so, sage ich, mach es nicht. Weil Leute, die kein Tattoo sind, auch nicht irgend so etwas Doofes, Kleines, das hat ja Seltenheitswert. Und ich finde immer, wenn du noch willst, eine Nachttischlampe aus dir machen lassen, wenn du tot bist, dann ist es viel cooler, wenn es einfach nur Haut ist. Und dann noch irgendwie. Weil ich habe immer gesagt, es gibt zwei Nachttischlämpchen für meinen Götti-Bub. Yeah. Da musste ich beide Arme machen, weil du brauchst schon zwei Nachttischlämpchen. Also, und habe gefunden, das ist so, wenn ich nichts habe zum Vererben meine Oberarm hauttechnisch, dann kann ich einen Lampenschirm bespannen damit. Und dann gibt es so ein kleines Muster anhand von der Tätowierung. So. Ja, das ist einfach ein farbiger Lampenschirm. Da kann er seiner Frau sagen, Frau, schalt noch den Götti ab. Das finde ich irgendwie so als Satz noch charmant. Aber es ist auch nur in meinem kranken Kopf. Er findet das wahrscheinlich eine ganz doofe Idee. Muss ich nochmal wieder fragen. Ist das wie cool, dass er es fände. Ist das schon abgemacht überhaupt? Habe ich jemandem gesagt, Alessandro, wenn ich nichts habe, kommt zwei Nachttischlämpchen aus den Tattoos von Götti. Aber ich weiß nicht, ob er das so mitgeschnitten hat und das noch bewusst.
Aber es ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel Kampfsport schaue, da hast du von 300 Fighter, die du siehst, ist mal einer, der keine einzige Tätowierung hat. Und das ist dann wirklich so, boah, sieht das wie ein Gott. Ja, das ist näher am griechischen Gott oder der griechischen Staat, was irgendwie die Fußballer finde ich halt, also jetzt nicht schlimm, aber in dem Zusammenhang, weil ich meine, die sehen ja fangs aus wie Lippfasszäulen. Und jetzt töne ich wie 180, wie ich so Zeug sage. Aber ja, fällt mir manchmal auch. Was ich auch lustig fand, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt wäre ich alt, wo die Jungen, und die Jungen müssen ja immer irgendetwas machen, wo die Namen Jungen komisch finden, die das nicht verstehen. Mhm. Das mit diesen Piercing-Sachen, aber weißt du, unter der Haut, so wie ein Stecker und dann unter der, also in die Haut rein pinnt oder so. Da finde ich immer so, ouch. Also das verstand ich wie nicht. Und dann fand ich, ja, das ist jetzt halt wieder der Junge. Man muss sich ja abgrenzen als junger Mensch. Und da zieht es mir. Frag mich nur, was die nächsten Generationen machen. Weil irgendwie so Body Modification ist jetzt auch schon länger nicht mehr modern oder nicht mehr neu. Dann frage ich mich, was machen denn die? Ja gut, chippen. Irgendwann werden alle gechippt sein. Es gibt so einen Netflix-Doku, wo also in Skandinavien hat sich also eine kleine Gruppe, also in der Schweiz gibt es anscheinend auch ein paar, wo sich, wie heisst es, RFID-Chip da rein gemacht haben. Ich bin über 40 gesehen, was ist das für ein Chip? Das ist quasi so... Deine Idee, oder was? Das ist wie bei der Kreditkarte, dass du jetzt contactless kannst, so piep, oder? Nicht ganz unpraktisch, dann kannst du sie ja nicht verlieren, die Uhrenkarte. Voilà. So. Und da kannst du dann quasi deine Daten draufladen, aber das Geile ist, für noch nicht so viele Sachen kannst du brauchen, aber du kannst vielleicht deine Kreditkarte drauf tun, wie bei Apple Pay oder so. Und im Fall von der, die das gemacht hat, die sie so begleitet haben, sie hat sich ihre Fitness-Abo Karte drauf da. Also sagen wir, es muss noch ein bisschen reifen, bis es dann wirklich so eine gewisse Sinnhaftigkeit mitbringt. Also ich setze da noch Frage. Ich mache es noch nicht sofort. Kommt so zum Typ so, hello, I have my RFID-Chip right here und so. Und also, oh yes, just swipe through. Und dann hat sie so ihres Handgelenk an und mit dem hat sie dann ins Fitness können, ohne ihres scheiß Bandeli. Wow. Super, ja. Aber dafür haben sie jetzt für also im immer Ausgang habe ich auch schon froh gesehen, ich hätte alles irgendwo gechippt. Also weißt, Geld, Schlüssel, Halbtags. Ja gut, das Halbtags hat man auf dem Handy, aber das Handy verliert man auch noch gehen. Darum, ich lasse so viel wie möglich daheim. Wobei, das finde ich schon noch geil, wenn du mal das Portemonnaie vergisst und du hast eben noch das Handy dabei mit irgendwie Twint oder, ja, oder ey, absolut. Apple Pay aber oder was weiß ich. Du, wenn ich das Portemonnaie verliere, habe ich das Handy. Also ich habe kein Portemonnaie, einfach das Geld. Ja eben, du hast ja alles zusammen. Aber ja, eben, ja. Wenn wir nicht darüber reden, ist zum Glück halt schon länger noch mal passiert, weil es ist jetzt mal ein hoher Stress. Aber das wird ja jetzt ersetzt, das Handy liegt ab oder der Laptop ist im Arsch. Das ist ja jedes Mal gerade so eine Lebenskrise, finde ich. Weil ich sehr unbegabt bin und sehr unbedarft bei allem, was mit dem Zeug zu tun hat. Ja. Kannst du mir das immer gerade irgendwie 5 Lebensjahre, bis alles wieder so tut, dass ich es kann bedienen, benutzen und nutzen. Du triffst einen Wunderpunkt bei mir jetzt gerade. Schon, bist du. Ja. Aber du bist noch jünger, du kannst noch nicht. Wenn ich sage immer, wenn mich im frühen Tod ereilt, schaffe ich es gerade noch, um ohne größere Probleme durchs Leben zu kommen. Nein, meine Festplatte ist abgelegen. Und nie Backup? Das macht sogar ein. Die ist eben das Backup gesehen. So, also, ich hab, ja. Also externe Festplatte. Genau. Und hey, jetzt habe ich voll profimässig so. Mega gut. Aber man merkt immer, dass etwas nicht ist, wenn er so Freude hat, dass etwas richtig gesagt hat. Und ich habe einen Laptop. Und da habe ich gefunden, shit, ich tue jetzt mal alles auf die Festplatte. Und natürlich ist genau die dann abgelegen. Und zwar habe ich von den alten Computern gefunden, ich tue mal alles zusammensammeln. Ja, dann müssen ja mehrere von den alten Computern. Ja, halt so eine... So Wohlstandsverwahrlosung nennt man das. So eine 2009 MacBook Pro, wo irgendwie... 9,5 Kilo. Ja, eben, kannst du ihn knapp anschalten. Ja, und es geht ewig. Am Strom. Ja. Und irgend so eine Leiche habe ich auch noch irgendwo. Eben. Und dann habe ich gefunden, shit, ich muss mal alle Fotos, die ich da drauf habe, muss ich mal über tun. Und von der alten Festplatte, zum Beispiel eben die berühmten Shows in Basel, wo du auch dabei warst. Ah, okay, vielleicht ist jetzt unser Kuss, der dokumentiert war, ist vielleicht für immer verloren. Ja, aber ich finde es immer gut, weil Fotos ist ja auch so etwas. Früher hatten wir ein Fotoalbum, oder wenigstens eine Schuhschachtel, wo alle Fotos drin sind. Das ist jetzt alles sehr flüchtig, weil ich finde eben, ist die Festplatte im Arsch oder hast du es nicht irgendwo gespeichert oder so, dann ist es einfach weg. Und ehrlich gesagt ist meine Beziehung zu Bildern auch ganz anders. Also ich finde immer noch Kindheitsalbum, irgendwie in nostalgischen Momenten, bei Familie, alles, Weihnachten, was auch immer, anschauen, viel cooler. Also ich scroll doch nicht das Handy und schaue Fotos an.
Abgesehen davon, dass du da immer wieder Bilder können, wo du findest, warte, ich muss rasch hüpfen, kannst du erst nachher wieder schauen. So. Ja, vor allem, ich finde es ein bisschen schwierig. Vor allem oft, wenn Menschen dir Fotos zeigen, wissen sie gar noch nicht, welche sie dir zeigen wollen. Und dann geht es eine halbe Stunde. Ja, und dann ist es ja wirklich einfach so, dass... Warte schnell. Hast du Ordner? Nein. Ich habe einfach 7 Millionen Fotos. Nein, aber ich bin eigentlich trotzdem recht gut organisiert. Okay, weil ich recht gut weiss, wenn was wo gesehen ist. Und dann kann ich wirklich einfach gerade nach Jahr rum. So oder ich weiss auch, wer im WhatsApp mal das Video geschickt hat. Und dann kann ich dort schnell in die Medien. Also die Leute sind immer erstaunt, weil wir reden von etwas und irgendwie so 10 Sekunden später mache ich schau da. Aber... Ja. Es ist leider kein... Es ist ein bisschen ein Bluffen, aber ist gut. Es ist leider... Ich nehme es ehrfürchtig zur Kenntnis und bin ein bisschen beeindruckt. Aber es ist leider keine Eigenschaft, weil irgendetwas bringt. Ja doch. Im Gegensatz zu allen Idioten, die stundenlang irgendein Bild suchen, bist du schneller. Das ja. Das ist absolut... Aber es hat trotzdem einen völlig anderen Reiz, wenn du effektive Fotos physisch in der Hand hast. Wie ein haptischer Mensch. Also ich habe jetzt ein NZZ Online-Abo seit dem Lockdown, weil ich gefunden habe, wenn ich nur, Entschuldigung, Watson und 20 Minuten lese, für blöde stündlich. Und dann habe ich gefunden, okay, ich hasse es zwar, irgendwie online Geld auszugeben, weil ich immer finde, das ist glaube ich gefährlich. Dann klauen sie mir nachher mein ganzes Konto aus. Und habe dann aber NZZ Online und bin auch froh, merke aber schon, dass ich glaube einfach als Mensch ein bisschen dumm bin, weil ich zuerst auf Watson gehe, dann immer morgens 20 Minuten mit meinem Kaffee-Grüntee-Ritual durchschaue und ich lasse es ab als PDF, damit ich abscrollen kann. Weil wenn es schon nicht, als früher habe ich darauf bestanden, dass es aus Papier sein muss, dann denke ich, das ist ökomässig ein bisschen schwierig, dass da jetzt irgendein Baum stirbt, nur damit ich es in die Hand nehme. Aber die Sonntagszeitungen brauche ich immer noch, also die muss ich auch, also das schaffe ich nicht, um das auch irgendwie online, obwohl das ja viel intelligenter wäre. Oder schleuer. Kaffee. Wobei, hat man da von wegen Ökobilanz, wenn online ein Server irgendwo braucht Strom, Wie viel? Ich wüsste es gerade nicht. Ja, aber ich wäre froh, du wärst vorbereitet auf so Fragen von deinen Gästen, weil dann hättest du jetzt gerade aus dem Ärmel schütteln und sagen, nein, die Ökobilanz von Online-Sitzung ist viel besser, weil bla bla bla. Hättest du einfach können erzählen, ich hätte es dir geglaubt. Ich könnte es einfach behaupten. Das habe ich früher gemacht. Früher habe ich einfach die Sachen behauptet. Jetzt bei dir kein Faktencheck. Das musst du im Fall haben, als seriöse... Wir haben zwei sehr, sehr... Brainies. Ja, mach mal einen Faktencheck, Christoph. Vielleicht haben wir es bis dann... Christoph ist schon dran. Ja. Und Bruch macht jetzt auch wieder seinen Fußabdruck grösser, weil er aufs Handy geht. Das finde ich so schlimm. Wenn du weißt, sobald du online gehst, und wir gehen ja heute wegen jedem Müll. Ja. Also ich sage immer, wenn wir am Tisch sind, sage ich, Handys weg. Jetzt probieren wir, ob wir das nicht herausfinden, ob es das historische Jahreszahlen sind oder was immer. Irgendwie müssen wir das zusammenbringen. Wir haben ja auch so einen gewissen Brain-Content am Tisch, wenn du 4-5 Leute bist. Und meistens geht es im Fall. Und dann musst du noch rasch kontrollieren, das ist bestimmt. Aber ich meine, du brauchst schon jedes Mal Strom und es ist ja nicht... Also Online-Go ist nicht umweltfreundlich. Das ist finde so. Ich eben bei den neuen, jungen Menschen, wo finden wir alten, dummen Menschen, machen alles falsch, finde ich ja. Aber Leute ist im Fall... Also, der Energieverschleiß ist vielleicht bei euch einfach anders eingeordnet oder einordnenbar. Jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, dass wir einen Podcast machen mit Video. Ja, also total. In meinem Fall finde ich es noch mehr verschwendet. Haben wir nicht einfach ein Standbild hin tun? Es gibt mich auch aus Pappe, ich glaube relativ lebensgross. 3 Plus geht immer an die Bauernmessen oder Bauernveranstaltungen. Yeah. Und dort bin ich aus Pappe. Bin ich einmal am 3-Plus-Stand für Bauernläden gesucht. Ja, finde ich super geil. Dann schicken mir einmal ehemalige Hofdamen oder Bauern ein Foto mit mir per Handy. Und schon wieder wird Strom gebraucht. Wo sie mit mir drauf sind, obwohl ich gar nicht dort bin. Das finde ich irgendwie noch reizvoll. Also ich sehe, irgendwann wird der Moment kommen, wenn ich keinen Job mehr habe, weil mein Pappkollege wahrscheinlich auch die bescheuerten Moderationen, die ich mir schreibe und aufsage, könnte der wahrscheinlich auch. Ich habe mal den Papp Robbie Williams gehabt. Also du hast ihn ernsthaft wollen und darum auch gehabt, daheim. Es ist, ja, also es ist so gesehen, meine Großmutter hat Robbie Williams mega toll gefunden und dann hat er, wie hat das Album geheißen, irgendetwas mit Space oder so. Sehst du, wenn sie Swing When You're Winning? Nein. So Großmutter habe ich gefunden, die hat sich ein Swing noch gerne gehabt, aber sie hat voll ein Pop-Album cool gefunden. Mega, und zwar mit dem Trippin. Na, 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 na. Es ist gut, dass du Comedy machst und einen Gesang. Es macht langsam in meinem Verständnis doch auch Sinn. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was das Album heißt. Ich glaube, ich weiß. Ich habe sogar herausgefunden. Kannst du jetzt schauen auf Jazzem?
wenn wir das nicht würden wollen vermeiden, ob es das kennt, wenn du das singst. Und das finde ich immer geil. Wenn du irgendetwas summst und keine Ahnung mehr hast, Interpret, Titel, was auch immer, Interpretin, Künstlerin. Und dann sagen sie immer Jazz, wenn ich singe, wird Jazz nicht drauf kommen, weil es ist einfach... Also ist das eine andere App als Shazam oder sagst du einfach... Ich sage Jazz, obwohl es wahrscheinlich Shazam heisst. Shazam. Bei uns heisst es auch E-Mail und nicht E-Mail. Das ist also bei mir sagen sie ab und zu auch Ketchup. Und ein Ketchup. Und ein Steak. Steak, ja. Logisch. Machen aber meine Bauern auch. Lustigerweise ist das so ein... Wie soll man dem sagen? Also ein Schweizer... Ruraler Ausdruck. Ja. Oder je mehr Landbevölkerung, umso eher Steak und Ketchup. Nimmst du auch den Böss? Also, was muss ich mir jetzt merken? Shazam. Nimmst du auch den Böss? Nein, aber jetzt ab geht es keinen Bus. Es geht nur den Publikar. Den kannst du nicht. Publikar, ja, kannst du auch. Der Publikar, der Publikar kannst du machen. Was ich lustig finde, ich sage immer Cowboy und meine Bauern bestehen auf Cowboy. Was ich als Kind auch gesagt habe. Ja. Gehst Cowboy. Als Cowboy oder Indianer fast nach Cowboy. Ja, das gibt es so lustige Sachen. Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil ich finde, solange man versteht, dass gegenüber meint, ist okay. Aber was muss ich mir jetzt merken? Shazam. 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 Aber Shazam klingt auch gut. Shazam. Ich habe auch mal gesagt, Tinder, weil ich meinte, es kommt von Grindr, was so eine schwule App ist, zum Kontakten, für was auch immer. Und dann habe ich irgendwie bei einer Moderation auf der Bühne gesagt, Tinder, und alle Schwule im Saal gelacht. Und man hat mir dann müssen erklären, wieso das falsch ausgedruckt ist, weil es eben Tinder heißt. Und ich fand, aber es hat ja auch ein I. Und Grindr hat auch ein I. Kann mir jetzt jemand erklären, wieso das plötzlich völlig anders bedeutet? Egal. So Sachen gibt es halt, mein Gott. Da komme ich zum Teil. Ich schäme mich auch noch, wenn ich Sachen falsch sage, weil ich finde, ja, sorry, gell. Da komme ich zum Teil beim Englischen eh nicht raus, weil es ist immer noch die ewige Diskussion. Und ich glaube, offiziell haben sie es jetzt tatsächlich mal gesagt, das ist Nike, oder? Ja, aber das ist schon lang. Eben, aber die Leute sagen trotzdem immer Nike. Nike-Schuhe, ja. Bla bla bla. Also, es ist so. Was ich irgendwann in einer ernsthaften Sinnkrise habe, ist gesehen, Set ist doch Set, also das Z ist ein Set. Und wieso heißt CC Top? Ich fand, ich müsste doch den CC Top gut, das sind, aber das ist amerikanisch, ja, oder? Das sind Set gleich. Aber so Sachen bringen mir, irgendwie beim Autofahren habe ich viele so Sachen, wo man einfach in den Kopf rein könnte oder ins Hirn, wo ich mich frage, wieso kommen wir so scheißen sein? Und dann muss ich aber darüber nachdenken. Und das ist auch mal, aber das ist schon länger her, aber CC Top hat mich sehr aus dem Konzept gebracht, weil ich fand, es macht jetzt mit allem, was man mir beigebracht hat, null Sinn. Wie aus Null, das ist ja Zero. Zero, ja. Aber viele sagen ja auch Oh, es ist einfach 101. Obwohl, es ist ja dann quasi auch O. Das finde ich, also es sieht halt schon sehr ähnlich. Also da bin ich grosszügig. Das hat mich jetzt nie gestört. Aber wir sagen ja nicht 1O für 10. Ja, aber Null mit Gürteli. Mit Gürteli. Ist ein 8, ich denke. Null mit Gürtel ist ein 8. Ein Null im Döpjes ist ein 8. Also, ich mache... ist der so alt, dass du den nicht kennst? Nein. Und ist der so schlecht, dass ich der Einzige bin, der den lustig finde? Egal. Wenn es kippst, heisst es unendlich. Vielleicht ein bisschen beides. Aber wenn es 8 kippst, ist es unendlich. Das weiß ich. Das weiß ich. Wenn es umgeht, haben wir gesagt. Wenn es unendlich ist, ist es ja immer so ein bisschen schmaler. Aber das sind so Size-Zero-Probleme. Ich muss jetzt mal schnell zurück, weil das ist jetzt ein Riese. Das ist jetzt zurück zum Konzept? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja kein Konzept. Sondern du hast irgendwann mal ganz kurz hast du gesagt, Kaffee, was Grüntee? Ritual. Am Morgenritual. Also wenn ich nicht im Stress bin und muss aufstehen, duschen, Zähne putzen, Alec aus dem Haus, dann ist so gemütliches Aufstehen, dann eben irgendwie ein Kaffee und das heisst ein langer, ich habe eine grosse Tasse zu abzählen für meinen Kaffee, einen langen Milch, einen rechten Schluck und dann noch zwei Espresso drin, das ist die Kaffeeration. Also was, ein Kaffee? Es ist einfach quasi... Ein Kaffee und zwei Espresso? In eine Tasse, ja. In eine Tasse mit einem richtigen Kaffee ist und vor allem nicht so wenig, dass ich siebenmal muss laufen, sondern es hält dann auch, bis ich finde, Kaffee ist jetzt deck. Und ich habe einen Grüntee, ich habe gerne Grüntee und finde... Dann trinke ich nicht so viel Kaffee. Ja, und dann Zigarillo und dann eben mein Online-Medien-Menü, wo so zuerst das, dann das. Und wenn ich dann noch Zeit habe, kommt dann eben sogar noch die NZZ online. Wobei, die mache ich wirklich immer erst am Schluss, weil ich finde, mal schauen, ob die noch etwas Neues haben. Und lustigerweise ist die Themensetzung in der NZZ ganz eine andere, als zum Beispiel in 20 Minuten oder auf Watson. Und man sagt ja immer, das, was man am Schluss in irgendeiner Art und Weise konsumiert, das ist das, was bleibt. Ach so. Ja, wobei, da wäre ich jetzt vorsichtig.
Also was bei mir hängen bleibt, ist glaube zum Teil auch sehr absurd. Aber ich habe einfach gerne Überblick, das habe ich noch aus meinem Publizistikstudium, wo ich, nein, musst du nicht nachfragen, nie abgeschlossen, sondern abgebrochen nach 2 Jahren. Medien vergleichend konsumieren, rezipieren. Und das finde ich immer noch gut, im Sinne von, was wird in welchem Medium aus einer Geschichte, wo die Fakten gegeben sind, gemacht oder bastelt. Das finde ich immer noch, also finde ich immer noch spannend. Wer macht was aus welchem Hard Fact? Und bei der NZZ kommt oft das Zeug gar nicht vor, wo in den anderen Medien stattfindet. Also die ignorieren das einfach, weil sie finden, nein, das ist wie unter unserer Würde. Das ist keine News. Ja, das finde ich irgendwie noch geil. Ja. Das ist halt eben, ist immer die Frage, was ist, also besser kann man eh nicht sagen, aber wenn man Informationen enthaltet oder wenn man sie bringt mit einer schon gewissen Haltung oder möglichst neutral. Aber das Problem ist, die Leute lesen ja auch in der neutralsten Nachrichtenmeldung, lesen sie noch raus, was sie wollen. So, also wenn du schon eine gewisse Haltung hast zu einem Thema, ja, dann kannst du dir geben. Dass er immer ein bisschen eingefärbt ist von deiner subjektiven Haltung. Das glaube ich schon auch. Aber es gibt ja schon auch Medien, die einfach klar eine Geschichte strahlen. Also da kannst du ja, ich habe es jetzt nicht mehr, weil ich gefunden habe, ich komme nicht mehr nach und es nervt mich einfach auch zu oft zu cover. Aber ich habe lange die Weltwoche im Abo gehabt, von wegen studiere deine Feinde gut. Irgendwann muss man wissen, was der Feind schreibt und denkt. Und jetzt habe ich einfach so einen Stapel gehabt, ich fand, eigentlich, weil es gibt wirklich gut recherchierte Sachen, die es zum Teil auch einkaufen, von guten schreibenden Journalistinnen und Journalisten. Und ich finde, es hat sich immer wieder gelohnt, um durchzugehen. Aber es gibt einfach oft so tendenziösen Scheiß. Und spannend ist aber immer gesehen, wenn alle, und egal, ob Tagesanzeiger, NZZ, wer auch immer irgendeine Geschichte so berichtet hat, kannst du sicher, dass die Weltwoche am Donnerstag genau das Gegenteil behauptet hat? Oder warum? Eben, die haben ja immer gefunden, der Trump ist gar nicht so schlimm und jetzt entspannen da einmal. Schaut so Geschichten, die ich finde, das ist manchmal schon fast originell, weil ich lese auch Sachen und finde, wie könnte jetzt die Weltwoche den Aufhänger machen, dass genau das Gegenteil richtig oder wichtig ist? Und das finde ich auch noch spannend. Also so ein bisschen Hirnakrobatik, aber das sind lustige Spiele. Das bewahrt einem von frühem Alzheimer, wenn man ab und zu so Gedankenspiele macht. Das man könnte wie Roger Köppel finden zu dem Thema. Finde ich noch interessant. Das ist wie Dings, wie Topf aus Gold oder so heisst. Kennst du das? Nein. Das ist so eine Mediensatire. Ich schaue mal schnell, ob ich das finde. Ich glaube, Topf. Können wir zum Protokoll gut geben, dass der Joel von Mutzbecher jetzt gerade online geht? Ja, Topf Vollgold heisst es. Entschuldigung. Top nein. Vollgold. Ich kenne das nur at the end of the rainbow. Topf Vollgold. Jetzt musst du mal los. Und zwar mit denen kannst du so eine, die machen sich immer lustig über die Regenbogenpresse. Und zwar wirklich die deutsche Regenbogenpresse. Also Bild. Freizeitspaß, Freizeitrevue. Aha, die ganz schlimme Hefte. Neue Welt. Die Geschichten quasi haben, die es gar nicht gibt. Genau, neue Post. Okay. Frau mit Herz. Wie heissen sie noch? Da hat es noch ein paar. Die neue Frau. Aber ich finde allein schon die Titelwahl einmal recht originell. So. Geil, oder? Frau mit Herz, die neue Frau. Was, also so. Eben die alte Frau gibt es. Und da gibt es irgendeine Schlagzeilen basteln. Weißt, wo also du dann, selber eine App oder was? Ja, du machst dann so ein Spiel mit ihnen. Weißt du, wo sie die Fragen. Warte jetzt, ich probiere das eben gerade auch nicht zu kriegen. Wo sie die Fragen. Wir sind umgezogen. Ja. Es ist aber irgendwann erst so ein Bezahldienst geworden. Also mich beschäftigt ja vor allem die neue Beziehung von Luca Haini sehr. Das habe ich gar noch nicht mehr. Ah, jetzt! Hast du gefunden. Also, du musst jetzt. Jetzt machen wir das Spiel. Ja. Prince William trägt manchmal eine Brille. Das ist die Information. Jetzt kannst du dir überlegen, was ist die Schlagziele, die sie daraus gemacht haben. Und du musst ja eigentlich immer. Prince William blind? Genau, irgend sowas wahrscheinlich. Achtung. Schock zum 38. Geburtstag. Wird er seine Lieben nie wiedersehen? Wow. Also, hure lang. Also, weißt du, so, das ist ja schon ein Lied, das Titel geht es nicht. Aber geil. Ja. Mit natürlich Kate und den drei Kindern. Journalismus kann sein oder machen. Nochmal eine. Wird er seine Liebsten nie mehr sehen? Finde ich hart, aber gut. Also, irgendwie schon fast. Florian Silbereisen wurde in einer Talkshow gefragt, ob er zurzeit Frauen treffe. Florian Silbereisen? Ja. Seine Antwort. Jetzt offiziell schwul oder ist er nicht schwul? Ich weiß nicht. Seine Antwort, es wäre jetzt natürlich fantastisch, wenn ich das in der Talkshow sagen würde, dass es alle hören, das wäre der falsche Ort. Was sind Schlagziele? Florian von Silbereisen trifft Männer am falschen Ort. Nein. Endlich emotionales Geständnis. Er spricht über seine neue Liebe. Ja. So, und das kannst du die ganze Zeit machen.
Die Kinder von Michael Schumacher sind Jetski gefahren. Wow, okay, ja. Also eben, das muss ich nachher auch schauen, weil so kann ich mir meine Bauerledig-Suchmoderationen in dem Sinn sparen, zu mir selber überlegen. Ich gebe einfach die Fakten ein und das bastelt mir dann quasi so ein Skelett von einer einminütigen Moderation. Das ist super. Unbedingt. Für die, die es schauen, es kommen ganz neue Zeiten auf euch zu und alle, die von den Fritschen erzählt nur Bullshit, es wird noch schlimmer. Wirklich? Ja, ich schaffe es mit dieser App. Warte jetzt. Kai Pflaume folgt auf Instagram über 1000 Leuten, darunter ein paar Models. Was ist die Schlagzeile? Pikante Enthüllung. Wie kann er seiner Frau das nur antun? Ja. Oh, und geil. Dann noch ganz klein unten dran. Er guckt sich sexy Blondinen im Internet an. Und das ist das, was du gesagt hast. Man kann ja lesen, was man will. Und man hat immer genau. Subjektive Dings. Und sexy Blondinen, da fühlt sich ja jeder Mann ertappt und findet, ah, die Hure Sau wächst auch vor dem Laptop oder so. Und das ist ja dann der Film, der abgeht im Kopf der Leser. Wahrscheinlich vor allem Männer und weniger Frauen. Aber darum, also dann hat er plötzlich so eine kleine unschöne Geschichte am Hals, obwohl nichts ist. Und er einfach vielleicht irgendwelche Frauen, die er interviewt hat, die noch Models sind, irgendwie folgt. Und da sind wir in der Schweiz natürlich schon gesegnet und extrem verschont. Gesegnet. Schön, wie du das sagst. Ich spüre den Segen Gottes auf mich abprasseln, wenn du das Wort so sagst. Gesegnet. Ja, nein. Das ist nein. Also, gesegnet. Wir haben Glück. Bei uns ist es ein E, bei uns ist es ein E. Gesegnet. Ja, die sagen auch Högel. Hügel. Hügel. Oder Böhm. Was ist es? Böhm. Böhm. Ja, sorry. Hügel, Böhm. Höger. Höger ist wieder ein anderer. Hügel ist. Nein. Nein, weil in der Schweiz gibt es das. Natürlich, es gibt so zwei, drei Blickgeschichten, wo recht heftig gesehen sind, so Bohreraffären etc. Aber grundsätzlich, wenn ja, wir sind immer einfach quasi so die idyllische Version von allem, was rundum passiert. Ja, wenn du die Engländer anschaust oder eben die Deutschen. Ja, so. Die Engländer sind ja die Schlimmsten. Also sind es quasi wie erfunden, das Grusel gesehen mit Yellow Press. Ja. Yeah. Also. Ja, aber ich finde auch Deutschland schon recht heftig. Also auch die Geschichte mit so... Das ist so, erkläre ich den Menschen immer, wenn es, also deutsche Freundinnen und Freunde von wegen, Bauer sucht Frau, und sagt, das ist wie Bildzeitung und Blick, sind beides Boulevardmedien, der Blick ist aber ein weichgespültes Presseorgan im Vergleich zu der Bildzeitung, wo wirklich harte Kampagnen fahren. Und dann sage ich auch, Bauer sucht Frau ist manchmal sehr grenzwertig bis drüber, weil ich finde auch, dort wäre die Jungs einfach blöd angestellt, Bauern. Ja. Und ich sage, wir machen das nicht, wir sind wieder Blick. Wir sind vielleicht manchmal auch ein bisschen auf die Spitze, aber wir haben immer alle Gene und wollen auch, dass man alle Gene hat. Und bei euch ist auch nicht jeder Satz voll mit 37 Alliterationen. Aber da bin ich ein grosser Fan. Ich weiss. Ist das jetzt quasi, du bist ein Arschloch. Ich habe schon noch gerne Alliterationen. Ich schreibe ja meine Texte selber und dann finde ich, ja, wenn ich machen kann, was ich will. Weil am Anfang, also vor 12 Jahren, habe ich einmal noch müssen Text schreiben für die Moderationen zu einer Sendung und hat die noch müssen quasi schicken und sie ist durchgelesen worden von irgendwelchen, wem auch immer. Und dann quasi, ja, da müssen wir noch ein bisschen und das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedruckt oder so. Und unterdessen interessiert es keine Sau mehr. Ich glaube, es schaut auch nie neben, was ich verzeihe mit ihnen. Also eigentlich müssen wir wirklich Nonsens eine Sendung lang durchziehen, um zu schauen, ob es irgendjemandem auffällt. Aber das finde ich schon schön. Und Alliterationen finde ich einfach geil, weil also ich glaube jetzt nicht, dass ich das bei der Inka-Pause abgeschaut habe. Das ist einfach ein Stilmittel und ich habe schon noch, bei ihr fällt es mir einfach mehr auf und ich habe schon lange nochmal gehört. Weil es bei ihr eben so mega gesucht ist. Der gemütliche Gemüsebauer Günther. Ich bin überzeugt, dass die Bauern umtaufen, nur weil er Gemüse anbaut. Da muss er jetzt einfach etwas mit G heißen, Günther oder Gabriel. So ist es bei uns nicht. Aber wenn es mir gefällt. Genießt so, gerne. Der gemütliche Gemüsebauer Günther genießt gerne. Grüne mit seiner Goofdame oder so. Mit seiner Gertrud. Ja, nein, eben. Die Frauen werden dann auch nur nach dem ausgesucht. So. Also bei mir, Alliterationen beschränken sich wirklich auf dreimal gleiche Anfangsbuchstaben. Nachher finde ich es dann ein bisschen so. Aber gereimt habe ich auch schon. Dann sind wir fast, wenn man gar nichts mit sich kommt, dann fange ich an reimen. So Papa Moll und seine Söhne. Weil ich finde, boah, ich weiß nicht mehr, was ich noch nicht gesagt habe. Das ist schon ein Zeichen für Verzweiflung. Wenn ich reime und wenn ich irgendwelche Schlagerrefrains zitiere und singe, dann weiß der Fritsche pfeift auf dem letzten Loch und trollt das Ding durch. Das ist immer so gegen Ende von der Staffel, wenn ich wirklich finde, oh, es ist ja immer das Gleiche. Ich habe alles schon 7-mal gesagt. Ich kann es nicht nochmal neu formulieren. Dann kommt Reimen und Singen. Lacht mein Kameramann immer sehr. Hast du auch schon so Spiele oder Wetten gemacht, dass du in irgendwelchen Moderationen hast, ein bestimmtes Wort einbauen? Nein, man sagt den Leuten immer, die finden, es ist nicht mehr so schlimm. Aber früher haben sie immer gesagt, kannst du mich mal grüßen? Finde ich, das finden alle mega lustig. Yeah. Ich sage einen Gruß für Chantal und sowieso. Und dann sage ich immer, ich zwinkere für dich.
Und da, ich glaube, eh ab und zu zwinkern, ich mache es nicht einmal bewusst, aber hoffe dann einfach, dass sich alle Chantals und alle, die sich das gewünscht haben, im Ausgang besoffen, morgen um zwei irgendwo, dass die dann finden, ah, das hat er für mich gemacht. Genau. Ich glaube, zwinkern tust du ja immer ein bisschen oder wieder einmal, von dem her gesehen. Das ist so wie läuft bei mir. mein Vater hat mal gesagt, am Radio hast du früher noch einfach können sagen, und das nächste Lied ist für jemand ganz Spezielles. Ja, und dann haben sich ganz viele Leute angesprochen gefühlt. Das hat ja funktioniert immer noch, funktioniert natürlich, auch natürlich. Aber vor allem bei Sportmoderatoren und Kommentatoren ist das ein beliebtes Spiel, das sie Wetten machen. Irgendwie Baus Wort, frag mich nicht. Aha, Fruchtklasse, okay, ja. In diesem Fußballmatch. Und dann ist es irgendwann so, und da strahlt er, als hätte er gerade eine Fruchtklasse geschlagen. Das 1-0. Weißt du so. Du weißt das, du erzählst jetzt nicht nur irgendeinen Schmuck. Nein, ich weiß das. Es macht plötzlich Sinn, weil ich auch schon Sachen gehört habe, von what the fuck? Gell? Oder von wo kommt das Wortbild? Oder einmal die Metapher, die gibt es doch gar nicht. Einmal haben wir irgendeinen Match gesehen und dann hat jemand gesagt, dort hat der und der Spieler eine Duftnote gesetzt. Nein, ich sagte, das muss auch so eine Wette gesehen sein. Ja, das heißt doch nicht so. Wobei manchmal in der Hitze des Gefechtes habe ich schon das Gefühl, dass die dann auch einfach quasi nebis wenn sagen oder ein Bild benutzen und dann einfach völlig auf die falsche Schiene können und dann ist halt Duftmarken setzen kann man aber schon. Oder ist es also das finde ich auch schön. Ja. Ist auch gern genug bei unserem Hofdamen oder Bauern, dass du weißt, welches Sprichwort sie meinen. Sie sagen es aber so kreuz falsch oder vermischen es. Das finde ich auch noch geil. Also das habe ich immer Freude dran, weil du dann gerade im Kopf musst sofort, das sind die Original und die sind jetzt einfach quasi zusammengemorpht worden. Und überlege mir mal auch, ob ich das nicht extra machen soll. Ich bin gerade an einer Nummer dran, wo es ein bisschen um das geht, wegen meiner berühmten Mutter. Okay. Weil sie auch sehr gerne Sprichwort braucht, aber sie weiß nie den Schluss. Ja. Das ist mir irgendwie, kürzlich ist mir das aufgefallen, weißt, wenn sie irgendwie sagen, jeder ist sein eigenes Glückes Schmied, oder? Ja. Sagt, weil du weißt ja, jeder ist ja sich selber Dingsbums. Und lustigerweise weiß man genau, welches Sprichwort gemeint ist. Ja, aber ich finde, das ist effiziente Kommunikation. Man muss ja nicht, wenn eh alle wissen, was man sagen will, muss man es nicht noch dieses Detail ausführen. Du weißt ja, wenn andere eben. Ja. Es geht der Krug zum Brunnen bis Gold im Mund. Aber bei Live-Moderationen hat man von dir schon viel Geschichten gehört. Vor allem früher sind so Sachen erzählt worden, was der Fritsche wieder komisch auf der Bühne gesagt hat. Ist das so? Ja. Das ist mir neu. Doch, bis wer so. Wer sagt so Sachen und wo kann ich die schlagen? Entschuldigung. Spinnen sie jetzt oder was? Nein, bei so einer. Ich habe das mal gehört von einem Event. Was ist ich das? Ich glaube, du suchst diese Sachen einfach aus den Fingern. Nein. Nein, sondern ich habe es gehört bei einem Event für irgendwie. Ich wollte nehmen und Adressen. Militärmusik. Ah, ja, gut, okay. Achtung! Ja, ich war jung und habe Dienststeg gebraucht. Im Sinne von, das war einfach mein Militärdienst gewesen, moderieren und so. Und bin ich, glaube ich, ein, zweimal ein bisschen drüber für das eher ein bisschen reifere Publikum. Weil ich habe mich irgendwann mal verstiegen in einer Onanier-Moderation, weil es ist wirklich um Titelmelodie von Abilities oder was auch immer gegangen. Und das habe ich alles gewusst. Und dann bin ich irgendwie, wer hat nicht in jungen Jahren zu diesen Filmen bla bla bla, erste erotische. Und bin immer aus dieser Nummer rausgekommen. Und ich habe, glaube ich, weder gesagt, Wichsen oder Onanieren habe ich da weggefunden. Das ist ja ein offizielles Wort, das wir benutzen. Aber das hat dann beim Hauptmann, also es hat Einsprache gegeben, offiziell nicht beim Ombudsmann, weil es ist schon am Fernsehen gesehen. Aber beim Hauptmann, der gesagt hat, Fritsche, nimm die zusammen. Das geht nicht. Und ich habe ja, sorry, ich habe nicht mit Absicht, ich habe mich einfach so ein bisschen. Manchmal schwätzt man sich um Kopf und Kragen, wo man merkt, während man schwätzt, oh, es kommt nicht gut, wie komme ich da wieder raus? Aber das ist ja die grosse Stärke von guten Moderatoren, weil ich finde immer schlechte Moderatoren mehr richtig, wie sie so Sätze auswendig gelernt haben. Aha, ja. Weißt, und wirklich die probieren durchzukriegen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das sind schlechte, das ist einfach ein anderes Konzept. Die können sich einfach Sachen merken. Da bin ich schon raus aus dem Geschäft, das kann ich gerne. Also, ja, aber da kannst du nie auf etwas reagieren. Und vor allem bei so lokal. Aber wenn du Militärkonzert anmoderierst, musst du nicht auf viel reagieren. Du weißt einfach, was die spielen und was du einigermaßen kannst erzählen über Komponist oder Herkunft von dem Marschstück, was auch immer. Ja. Yeah. Und darum, also dort ist jetzt das Reaktionsvermögen nicht wahnsinnig gefragt. Nein, das nicht. Ich meine jetzt mehr zum Beispiel. Du hast jetzt nicht all die Ex-Missen, die gutes Geld verdienen, dass Moderatorinnen einfach so irgendwie desavouieren. Das,
unterminieren. Das hast du jetzt. Das ist ja geil. Da habe ich mir mal gedacht, ich finde, liebes Deutsche Wort benutzen, weil es kommt jetzt gerade glaub, nicht gut. Das hast du jetzt auf eine Gruppierung von Menschen bezogen. Ich ja, weil ich wirklich, du hast nein, dich im Kopf, ich kenne so solche, die wirklich eher nicht Kärtchen. Und ich, also, ich finde immer, so viel Fleiss, das verlangt mir grossen Respekt ab. Und ich das dann einfach so abspulen, wo ich finde, wow. Ja, wenn sie das können. Die Endkapazität. Also das ist ja zum Beispiel das, was du von Kurt Eschbacher immer hörst, dass er so eine biege Kärtli hat und dass er die durchschaut. Und von Hand schreibt. Nein, er bedankt sich bei jedem Gast mit einem handgeschriebenen Kärtli. Ja, er schreibt eh alles von Hand. Ja? Also er schickt auch Briefe von Hand und so weiter und so fort. Und dann hat er die biege Kärtli, schaut das die ganze Zeit an, hinter der Bühne und danach schmeißt er sie in die Ecke und geht auf die Bühne und hat nichts in der Hand. Und schwätzt aber genau, was auf deinen Karten steht. Ah, das ist eine andere Leistung, ist mir schon klar. Ich rede jetzt mehr so von Lokalfernsehen. Ende Jahr heisst es immer, und jetzt kommt der Zusammenschnitt von den lustigsten Momenten von diesem Jahr. Und dann siehst du einfach, dass 80% unfähig sind, einen Satz am Stück zu sagen. Weil sie sagen, heute ist hier in Zürich Vernissage-Auto. Nein, Autovernissage, warte, wir machen es nochmal. So, und dann sind ja selten lustige Blooper, wo wirklich etwas passiert. Und es ist einfach so, ich habe mich zum fünften Mal hintereinander verschwätzt. Die Müsse, ja, gut. Da bin ich jetzt sehr. Ich tue keine Kolleginnen und Kollegen dissen. Ich habe ja niemals oder persönlich. Oder wenn, dann nur. Ich habe ja niemals persönlich erwähnt. Ich habe ja niemals persönlich erwähnt. Irgendetwas gibt es, was du nicht magst. Darum kommt das in sie. Nein. Das ist ja so also Trigger. Also es gibt auch Sachen, kommt mir jetzt nicht in sie, wenn du sagst, hast du ein Beispiel? Nein, habe ich gerade nicht. Aber es gibt Sachen, wo ich auch finde, hey, ich habe 7 Beispiele. Das ist boah, lass es einfach. Aber es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute, die das von mir auch behaupten. Nein, es ist wirklich nicht etwas spezifisch, es sind etwa 7. Übrigens kommt man jetzt in Sinn, dass eben ungeschickt, wenn ich bin auf Facebook, irgendwie, anscheinend kann man jeden Double schreiben, es ist aber dann einfach in einem anderen Ordner und ich habe ganz viele alte Sachen, die vor 2-3 Jahren schon geschickt worden sind und ich nicht, weil ich nicht nett bin, nicht reagiert, sondern nicht gewusst habe, dass es überhaupt bei mir irgendwo gelandet ist. Und dort hat einen Ausschnitt von Bauerledig Such geschickt, der gefunden hat, wäre es nicht so schlimm, wäre es schon fast lustig, aber das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Und dann aber wirklich so ein Snippet, wo ich bei meinem Bauer auf der Wiese stand, in den Kühen, weil er halt einer ist, der mit seinen Kühen, sie kommen, wenn er ruft, und so, was das nicht sehr untypisch ist, aber er hat enge Beziehung zu seinen Kühen. Er ist der Kuhflüsterer. Gerade der, so Kuh, immer der Kuhflüsterer Kurt. Und ich weiss wirklich, wie das Gespräch gesehen und habe mich auch noch daran erinnert. Und der Ausschnitt, den sie geschnitten haben, ich schaue die Sendung nicht, wenn sie geschnitten ist. Also ich schaue es nicht am Fernsehen. Also ich weiß, die Endfassung kenne ich wie nicht, weil es dann einfach irgendwann auch mal gut ist. Und dort haben sie eben den Rest weggeschnitten und dann frage ich ihn, aber du hast doch so eine gute Beziehung zu deinen Kühen, dann müsstest du doch auch mit Frauen können. Und ich habe den Nachsatz, und da schwöre ich, stehe und bete drauf, gesagt, im Sinne von, Frauen haben doch gensensible Männer und wenn du so eine Nähe hast mit deinen Tieren und die dir so wichtig sind, kommt doch das noch gut an bei den Frauen. Yeah. Was gekommen ist, weil sie so geschnitten ist einfach, du kannst dich gut mit Kühen, dann kannst du doch sicher auch mit Frauen. Und der Mensch, der mir das geschickt hat sich mega aufgeregt und gesagt, ich gebe ihnen absolut recht. Also es ist jenseits von Gut und Böse. Ich will aber zu meiner Ehrenrettung noch sagen, dass es ein bisschen unglücklich geschnitten worden ist. Was vielleicht damit zu tun hat, dass irgendwelche Leute in Köln das schneiden, die überhaupt nicht verstanden haben, was ich gesagt habe. Wer produziert? Also unterdessen heisst es Warner Deutschland. Yeah. Die haben auch einen Ableger in der Schweiz. Aber es geht eben schon, weil ich glaube, dort einfach, dort können so die Leute als Sklaven stundenlang schneiden lassen für einen Hungerlohn wahrscheinlich. Und in der Schweiz wäre es wahrscheinlich dreimal so teuer. Warner Deutschland ist jetzt, früher war es iWorks Deutschland gewesen, aber die sind aufgekauft worden von Warner und so. Also okay. Aber es sind zum Glück vor Ort auf den Höfen, habe ich immer die gleichen Leute schon seit Jahren und das ist super. Ja. Yeah. Bei vielen Schweizer Fernsehproduktionen hast du eine deutsche Produktionsfirma. Ja. Und ich habe das Gefühl, manchmal merkt man es wirklich im Schnitt. Weil dann gewisse Sachen, eben fehlt noch eine kleine Info. Ja, ich finde einfach manchmal, es ist dann immer die Frage, was ist einem im Schnitt wichtig? Das Bild, damit es super schön ist und einfach die Schnittabfolge, damit die Geschichte erzählt ist im Bilder. Oder schauen wir schon ein bisschen auf den Textinhalt. Yeah. Und oft habe ich das Gefühl, es interessiert keine Sau, was wer sagt. Es muss einfach nett aussehen. Darum habe ich aufgehört, dass ich am Fernsehen schaue, weil dann werde ich mega hässig. Wirklich? Ich komme an die Schnittfassung dran, dann wird aber noch ein bisschen geschnipselt dran. Aber die Abfolge ist dann nicht gleich. Das kann ich ja nicht sagen, wenn ich nicht weiss, was ist vorne kommt, was kommt nachher. Yeah. Und dann ist es für mich gelaufen. Also dann schauen wir manchmal noch Public View-mässig so mit Hofdamen und Bauern, je nachdem, wo wir sind, die erste Folge. Und die letzte haben wir, glaube ich, auch schon zusammen geschaut.
Aber sonst ist das für mich gegessen. Ab dem Moment, wo ich meine Moderationen drehe, also, dann habe ich keine Lust mehr. Ich habe schon Geschichten gehört von Leuten, die dann eben extra noch in den Schnittraum gehen, damit es dann sicher so ist, wie sie es gerne hätten. Ja, dann bin ich einfach, ich bin wahrscheinlich einfach eine zu faule Sau. Abgesehen davon, dass ich glaube, das nie würde zulassen, weil ich habe schon gesagt, kann ich nicht einmal auf Köln und schauen, wie die das machen, weil ich manchmal einfach nicht verstand. Weil auch die Schnittfassung 3, ich weiss ja nur, was passiert ist beim Dreh, wenn ich da gesehen bin beim Bauer. Also ja. Hoftour, Brieftour oder Besuch. Wenn ich nicht dabei bin, weiss ich nicht, was die basteln. Oder ist es jetzt so komisch, weil die einfach komisches Zeug gedreht haben? Oder haben sie es einfach verschnitten? Mhm. Wenn ich aber dabei gesehen bin, weiss ich einigermaßen, was wir gemacht haben und wie viel Mal und von welcher Seite und in welcher Auflösung. Zweier, einer, Totalien und der ganze Gugus. Mhm. Und dann bin ich, wie kann man das... Also, manchmal verstand ich es einfach nicht. Und ich gesagt, bevor ich jetzt sage, es sind alles Idioten, was ein Satz ist, den ich sicher schon gesagt habe, in der, im Moment von der emotionalen Aufwallung. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht mal auf Köln und einfach zuschauen. Ich würde probieren, so ruhig wie möglich zu sein und einfach nur zu schauen, um mal zu verstehen, wie läuft denn das? Mhm. Weil oft ist es auch wirklich so, dass Säu findet oft, man trollt nicht gut oder haben es nicht richtig oder haben nicht genug Material oder das Richtige, weil sie auch nicht verstehen in ihrem Schnitträumchen, was für Bedingungen wir haben. Ja. Und das haben wir jetzt gerade jetzt wieder gehabt, diesen Sommer, mit irgendwie, wenn es halt während wir dran sind und das Gespräch, das 3 Minuten geht am Fernsehen, geht bei uns etwa bis zum Kasten, ist 1,5 Stunden. Und dann wird einmal trollt, wie wir schwätzen. Die eine Kamerafrau verdichtet immer auf den, der redet, und so ist ein Zweier. Oder Einzelne gehen direkt auf den Bauer und ich muss nachher alle Fragen nochmal wiederholen. Die Situation ist dann einfach, wie sie ist. Und wir müssen eh alles etwa 2-3 Mal machen. Darum wirkt es auch manchmal ein bisschen gestabbig. Und wenn das Wetter völlig wechselt, das haben wir eben gehabt. Also dann hat sie noch eine totale Welle, was schön war. Das Wetter hat aber zugezogen. Dann hat sie noch die Subjektive gebraucht, wie wir die Briefe anschauen von seinen Frauen, die ihm geschrieben haben, und dann tropft sie ihm halt einfach in den Brief rein, weil es schon anfängt zu regnen. Mhm. Vorne ist aber noch ein strahlender Sonnenschein gesehen, wo man uns von weitem sieht, wie wir uns darüber unterhalten und die Briefe. Und das ist dann schwierig, da finde ich auch, oh, die oder der im Schnitt tut mir jetzt ein bisschen leid, weil das ist schon ein bisschen scheiße, so einem völligen Lichtwechsel oder Wetterumsturz. Aber irgendwie schaffen sie es einmal und ich glaube, die Leute, eben, meine Mutter ist dann mein Testpublikum und sagt, du hast doch nichts gemerkt, und sagt sie, nein, wieso? Und finde ich, okay, dann ist alles gut. Das ist ja das Faszinierende, wie selten das denn den Menschen wirklich auffällt. Weil früher habe ich mich beschäftigt mit denen, wie hat es geheißen, Movie Mistakes oder irgendwie so. Also das Mikrofon hängt das Bild. Ja, dann ist irgendwie in Matrix oder Lord of the Rings, das hast du über 300 Fehler und zum Teil wirklich gravierende, wenn sie siehst und weisst, dass zum Beispiel im Türknopf, dass du riesig die Kamera siehst in der Reflexion. Ja, gut. Aber ich finde immer, wenn du mit der Handlung gehst und ein bisschen mitlebst, dann bist du schon sehr viel grosser. Das ist ja das, ist ja das Geile. Wenn du auf jeden Fall schaust oder so. Irgendwie Herr der Ringe siehst beim Frodo, siehst mal seine Stiefel von der Hobbit-Fies. Der grosse Pappbecher ist doch das und Wasserfläschchen. Und was ist in Ben-Hur, hat er die Rolex an. Und weißt du, ja, schon damals gewusst, was Qualität ist. Du siehst Flugzeug hin und so weiter und so fort. Ich habe übrigens eine Omega. Meine Freundin und Freunde von Omega. Es ist immer noch schön, aber ich weiß schon wieder mal Zeit für eine neue. Aber den Leuten fällt es gar nicht so auf. Eben also Regen, Wetterwechsel und so Sachen. Gibt es eigentlich so Backcom-Vorschriften für einen Podcast? Nein. Kommst du Probleme, wenn ich sage Omega? Natürlich nicht. Und du kannst nicht einmal eine Rolex haben, obwohl du jetzt schon 2 Mal gesagt hast, Rolex. Nein, wir sind absolut frei. Also wenn wir bewusste Produktplatzierungen würden machen, wenn steht, dann müsste ich das im YouTube-Channel dort das Hökli machen. Aber wenn es im Gespräch einfach läuft... Fuck that. Also wenn ich jetzt einfach meine Schweizer Startup Bonoclair Sonnenbrille anlege, die in Griechenland produziert wird, sehr nachhaltig und wahnsinnig toll, und ist super, dann gibt es kein Problem. Jetzt weiss ich, warum du diesem Podcast zugesagt hast. Jetzt weißt du, wieso ich keinen Podcast habe, weil ich wahrscheinlich schon lange im Knast werde. Irgendwie. Aber das ist, ich weiss nicht, wie es bei Bauerlady gesucht ist, aber bei den deutschen Kollegen finde ich es schon faszinierend, wenn du Privatfernsehen schaust, wie gnadenlos die können Sachen durchwerben. Du hast noch nie den Bauer geschaut oder eine Folge von Bauerlady gesucht, weil sonst wäre es dir aufgefallen, dass sie gerne einmal noch den Soda-Stream benutzen und sagen, willst du etwas mit Geschmack oder einfach mit Kohle sein? Das ist mir schon klar. Das ist ein Sponsor.
das ist mir klar, das sind effektive Sponsoren. Aber ich finde aber geil, wie so bei den Deutschen vermischen... So das Subversive. Ja, bei den Deutschen vermischen die ganze Zeit so der Hundetrainer, wie heißt der Ritter. Sagt okay, das sich, schaue ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ich schenke dir noch schnell 4 Tickets für meine Show, erste Reihe. Das sind ganz spezielle Tickets, lalala. Das einfach nur so, weil die Hunde jetzt das so toll folgt. Mach's gut. Und dann denkst du, ist jetzt die Produktionsfirma die gleiche? Also, ja, ich finde... Da ist auch wieder, weil ich von ab und zu komme. Bei uns oben ist auch ein Filz. Also weißt, man schaut sich. Wenn man nett ist, kann man so sagen, so kann man sagen, hure Mafia oder hure Filz. Der Simon Enzel hat mal gesagt, ah, Filz ist nicht schlecht, da geht es schon warm. Das bringt es auch auf den Nenner. Im Sinne von, man muss nicht alles verdammen, nur weil es vielleicht nicht so ist, wie man es heute für richtig anschaut, sondern es hat alles auch Vorteile. Und darum bin ich da entspannt. Was ich nie verstanden habe, ich bin ein grosser Big Bang Theory Fan. Und bei ProSieben, wenn ich dort geschaut habe, weil die halt einmal die neuen Folgen kannten und dann aber später eingestiegen, um die Werbung wegspulen auf Z2, enthält Produkteplatzierung. Ja, ist mir ja schon klar, in dieser Wohnung muss es auch eine Kaffeemaschine, also muss. Ja, yeah, ja. Ist die Frage. Ob man sehen, dass sie ein Jura ist oder so. Ich glaube, die haben sogar noch ein Jura gehabt oder so. Und ich fand, Schweizer Produkt. Ich als Zuschauer habe mehr Freude, wenn ich etwas kenne. Das merkt man selber nicht, ob man da irgendwie subversiv beeinflusst wird. Und dann, ich habe keine solche Kaffeemaschine, also kann das nicht funktioniert haben. Aber vielleicht, aber wenn du dann wieder mal eine kaufst. Aber ich habe eine Frage, und frage mich dann, was ist jetzt so, ich meine, es ist eine amerikanische Serie und dann muss ein deutscher Sender muss schreiben, enthält Produkteplatzierung. Weil logisch essen die einmal irgendwie eine Süßigkeit, die zwei Buchstaben hat und ein Plus in der Mitte oder irgendein. Ja, aber wenn jetzt das auch schon schlimm ist, finde ich es langsam ein bisschen. Gut, zum Teil ist es ja was, sie erwähnen. Also zum Beispiel Uber tut sehr, sehr viel Produktplatzierungen machen bei Netflix-Produktionen. Okay. Und danach ist es zum Beispiel... Dass sie durch ein Uber nehmen? Genau. Und das dann wirklich heisst, I'm ordering an Uber. Und dann hat I'm Ubering over to you. I'm in the Uber right now. Wie? Also wie der Blacklist wird nicht geubert. Nein, aber du kannst natürlich... ja, finde ich aber auch noch cool. Der Valulis zeigt das mal recht gut. So eine YouTube-Channel, wo ich sehr empfehlen kann. Also bei Game of Thrones hat es mich gestört. Aber sonst bin ich relativ hart im Nehmen. Den Uber in der zu Tode Zappenzeug kannst du nicht uberen. Von dem her bin ich schon wieder draus aus der Hunde. Wenn sie in Game of Thrones auf dem Drachen geubert haben. Ja, also we dragon over there. Das wäre Uber-Konkurrenzfirma. Ja. Nein, aber du kannst irgendwie als Firma, kannst du bei Netflix kannst du schauen, was in Produktion geht in nächster Zeit und kannst sagen, ich hätte gerne hier eine Platzierung, ich hätte gerne hier. Aha, das kostet du kannst einfach deine Präsenz dort. Ja. Aber das ist natürlich schon... Das macht Bauerledig sucht auch, weil es ist ja keine billige Produktion, aber wir haben wahrscheinlich weniger Produkte, die unbedingt bei uns vorkommen, als zum Beispiel eine Netflix-Serie. Nehmen Sie mal an, es ist eine bösartige Mutmaßung. Nein, aber es ist natürlich, beim Bauer ist natürlich... Eben ein Soda-Stream oder so. Aber auch ab zuerst... Bier. Und wer hat seit Jahren gesagt, ich trinke, ich stosse nicht an mit den Bauern, wenn das immer diese huren Pfötzen sind? Und dann hat es einer probiert vom Werbemarketing und hat gesagt, die Appenzeller sind schon ein bisschen knauserig. Ich glaube nicht, dass die einsteigen. Aber sie geben sicher 7 Millionen Hektoliter Gratisbier, so wie ich meine Mittellandleute und Mittellandleutinnen von Appenzell kenne. Haben die sind voll eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, ob was für ein Betrag da läuft, aber wenn du einmal geschaut hättest, wäre dir aufgefallen, dass verdächtig oft mit einem Appenzellerbier angestoßen. Was mich wahnsinnig freut, wenn ich noch in Bern bin, habe ich gerade ein bisschen Hewe und finde, wenigstens habe ich das. Das kann man ja auch, ich sage jetzt mal, organischer einbauen, als beim Bachelor das Minor-Schöckeli. Das ist immer sehr... Gut. Aber Minor, ein Stück Glück haben wir auch mal gekannt. Dort habe ich gesagt, Leute, ich kotze jetzt den. Dort haben wir auch in die Moderation einbauen. Das ist wirklich... Damals habe ich so Gespäss noch mitgemacht. Heute wissen sie, das kommt nicht gut. Der schreit er und wird ganz rabiat. Haben wir einfach in die Moderation rein müssen, du ein Stück Glück. Dann haben sie gesagt, hey Leute, verarschen die mich jetzt gerade? Und habe dann gefunden, das ist auch noch eine Herausforderung. Wie bringst du das unter, ohne dass es völlig daneben daherkommt? Und nachher haben sie irgendwann den Comic gehabt mit dem Eichhörnli und so. Und gefunden, das funktioniert für mich, das finden die Leute vielleicht noch herzig oder lustig. Wie ist der Comic mit dem Eichhörnli gesehen? Ja, das wurde eigentlich, findet einfach irgendwo Minörli oder so und macht irgendwie dann so ein Quiz. Es ist einfach ein animiertes Eichhörnli und so. Wenn ich von den Eichhörnli haben doch alle gerne. Also, super, macht es mit dem Eichhörnli und lasst mich in Ruhe mit euren Textpassagen oder mit euren Claims. Also ich weiss, ich bin ein Verbalhure als Moderator, ist mir das ja. Man wird zahlt für das, dass man schwätzt, mehr oder weniger, welche Richtung das gewünscht ist.
Also so weit prostituiere ich mich, aber wenn es dann mit Versatzstück und wie soll man dem sagen, so das und das solltest du noch rein dürfen, nein, jetzt bin ich nicht mehr ganz so entspannt. Verbalhure ist mir aber auch eher, wenn man wirklich eben einfach sagt, was einem vorgeschrieben wird. Quasi die moderierte Publi-Reportage. Mhm. Bin ich gerade am überlegen, habe ich sicher ansatzweise auch schon gemacht, weil, Entschuldigung, aber es gibt wahrscheinlich relativ wenig, wo ich unterdessen auch nicht mehr so cool finde, wenn ich nicht gemacht habe. Also bin ich mir überlegt, ja nein, wenn du ein grosses Event für eine Firma moderierst, ist ja logisch, dass du die nicht, also ich schaue das einmal schon an, aber ich habe jetzt noch nie irgendeine Bank, die mich angestellt hat, kritisch durchleuchtet und nachher noch gesagt, aber alle Konkurrenzbanken sind im Fall schon noch gut. Yeah. Weil ich habe in dem Sinne jetzt nicht einen Bildungsauftrag oder die Leute, die dort sind, sind eingeladen von dieser Firma oder Bank. Mhm. Also haben die auch ein gewisses Wohlwollen der Bank gegenüber. Mhm. Und wenn dann noch neben fängt, das ist jetzt nicht kritischer Journalismus, wo ich immer sage, ich bin nicht Journalist, wie im Fall Moderator ist ein recht wichtiger Unterschied. Ja, dann sind sie selber geschaut. Also Dummheit darf bestraft werden. Muss nicht, aber darf. Mhm. Das finde ich auch bei Comedy-Auftritten. Es hat auch schon Diskussionen gegeben. Weißt du, aber soll man jetzt zum Beispiel für eine Bank auftreten und so? Aber also ich sehe jetzt da nicht, das Geld würde sie sonst eher brand umgeben. Also du hast einfach einen Auftritt bei einer Bank. Die haben einen Anlass, irgendetwas, Mitarbeiter oder Gäste, gute Kunden. Und du hast, ja, aber das ja. Also. Eben, und dann bist du ja der Komiker, der bei denen auftritt und nicht, ich mache jetzt ein Programm, wie toll die Bank ist. Eben, weißt du, du bringst ja einfach dein Programm. Genau. Ja, also da sehe ich jetzt null. Also, nein, aber es sind auch schon Diskussionen gesehen. Aber es geht genau in die Richtung. Gut, es gibt immer Sachen, die ich habe schon Sachen nicht gemacht oder Anfragen gefunden, abgesagt. Immer mit der Begründung, leider geht es terminlich nicht. Wenn ich mir auf Füße stehen gefunden habe, nie Brücken abbrennen, zumal musst du wieder drüber laufen. Aber wo ich schon gefunden habe, es geht es nicht. Aber ich bin auch relativ hart im Nehmen. Also wirklich einfach, weil ich, was habe ich immer gesagt, keine SVP-Bauern zu machen, keine Dianetik oder Scientology-Geschichte und sowieso. Prompt habe ich bin ich irgendwie verfolgt worden von einem Dianetiker, der gefunden hat, der muss mir erklären, dass die Religionsrichtung oder Philosophie völlig okay ist und ich da ganz ein falsches Bild vermittle, wenn ich sage, ich will nie wieder. Wissen Sie was, wir sparen uns die Lebensenergie, Sie finden es toll, ich finde es nicht toll, ich sage, was ich will, Sie dürfen auch sagen, was Sie wollen. Wenn Sie sagen, der Fritsch ist ein Schafsäckel, sagen Sie das, ist Ihnen unvoreingenommen, freigestellt. Und so haben wir uns dann getrennt, aber ja. Aber das ist auch, wenn du irgendwo im Interview sagst, für die und die und die würde ich nie moderieren, weil es einfach nicht so mein Ding ist, kannst du darauf gehen, dass das irgendjemand liest, was ich angesprochen finde. Ja, logisch. Da kann man diplomatisch sagen, es gibt ein paar Sachen, aber ich behalte es für mich. Ich habe keine Lust auf diplomatisch. Ist es denn nicht einfach nur beliebig und langweilig, wenn alles diplomatisch ist? Nein, ich finde auch, aber das... Ich habe das ja mega angefangen zu überlegen, bevor ich einfach drauf los schwaffle, wenn ich... da sind wir ja Kollegen im Geiste. Das ist ja gefunden, ist das jetzt rassistisch, sexistisch, geht das noch durch? Weil wir sind das Jahr, habe ich das Gefühl, schon deutlich sensibler, auch beim Hören, als noch das letzte Jahr oder vor 5 Jahren. Mhm. Also ich glaube, wenn ich heute Sachen moderieren und einfach auch ohne grosse Belege irgendwie sagen, hätte ich glaube ein paar Frauen, Minderheiten, was auch immer für Gruppierungen am Hals, weil sie finden, das kann man so nochmal sagen oder darf man nicht sagen. Mhm. Darum langsam, also nicht gerade, dass ich mich selber zensuriere, aber sie finden, ist das schon mutig oder kann man das noch sagen, ohne dass man eben nur auf die Füße steht? Hm. Weil oft will man das ja gerne nicht. Also du mit deinem Programm willst ja vielleicht manchmal extra dort hingehen, wo es weh tut. Ja, eben nicht einmal groß. Meine Moderationen sind viel gut Veranstaltungen. Also weißt, ich will in dem Sinn niemandem Böses. Das heisst, viel gut Wahnsinn. Viel gut Podcast heisst das Ding. Ich habe das letzte Programm hat viel gut Comedian geheißen. Also es ist tatsächlich recht das Ziel gesehen. Du machst es eigentlich auch ein bisschen einfach. Wo bleibt der knallharte Politkabarett? Ist im Fall für mich persönlich vom Empfinden her viel schwieriger als etwas abtrampeln. Ist mega einfach. Ja. Aber Comedy zu kreieren, hat die Schweiz schon auch nicht so eine Tradition. Was also, meinst du? Das politische Kabarett. Nein, gut, politisch in Österreich aber noch geil fand. Nein, politisches Kabarett ist eh nochmal etwas anderes. Aber ich meine, eben dort hingehen, wo es weh tut. In Deutschland gibt es sehr erfolgreiche Leute, die auf die Bühne kommen und zuerst mal die ganze erste Reihe beleidigen. Ah, ja, so. Weißt, und zwar nicht einmal mit einem.
Aber mit dem Tanago, was wird, finde ich mehr, da musst du intellektuellen Haufen schaffen, ja, damit du die aktuellen Befindlichkeiten kannst hinterfragen. Ich habe nie groß politische Interessen gehabt mit meiner Comedy. Aber politisch und gesellschaftlich vermisst sich ja schon auch, also gerade im Moment eben mit Political Correctness, genau, Sexismus, Rassismus. Gesellschaftliche eher, aber das haben wir gerade mit der Joni das letzte Mal besprochen. Ich finde nicht, dass nur weil es jetzt gerade ein Thema ist, dass ich jetzt gerade eine Nummer drüber muss machen. Ja, sondern wenn ich mal eine gemacht habe zu diesem Thema, dann ist die draußen und dort ist meine Meinung auch sehr klar spürbar. Aber eben, man tut sich dann nicht auf das beschränken und sagt, ich muss jetzt noch das machen. Und politisch eben, ist nie ein grosses Interesse gewesen. Was ich gemerkt habe, ist, als wir die Satire-Show gemacht haben im 17, dort habe ich dann schon gemerkt, wenn dann eben es heisst, das sind Themen von dieser Woche, das ist passiert und da muss man jetzt irgendetwas dazu sagen, dann logischerweise gibt es automatisch eine Haltung dazu. Du kannst nicht einfach nur sagen, frag mich nicht, am 1. Mai haben sie in Hamburg das und das alles kaputt gemacht und es mit ihren iPhones gefilmt. Du musst irgendwo positionieren. Ja. Das Nein, ich habe nur gesagt, in der Schweiz gibt es kein politisches Kabarett, weil bei uns politisch einfach auch oft nicht wirklich Spannendes passiert oder Kontroverses. Mm. Also es ist so ein bisschen, der Guru Normal ist so dahin plätschern, ja dass du verhungern als politischer Kabarettist oder als politische Kabarettistin. Da gibt es immer wieder so, dass es ein bisschen die Dings geht, aber so knallhart, wie ich das eben in Österreich finde, ist das schon noch, oder auch in Deutschland, ich meine früher noch, ich bin aufgewachsen mit Scheibenwischer. Ja. Mit dem Dieter Hildebrand. Hildebrand, einfach, ja. Oder die Anstalt finde ich heute manchmal auch ein bisschen beliebig. Mhm. Oder finde die sind so quasi wie die Weltwoche einfach auf der anderen Seite. Aber ich mag den Max Uthoff noch. Also ich finde die noch cool. So. Mhm. Aber eben, das ist so, und ich finde, wäre in der Schweiz noch schwierig, weil what the fuck, willst du erzählen, wenn einfach... Ja. Ist schon so. Aber ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Absolut. Ja, oder vielleicht sind wir einfach schon ein bisschen langweilig als Menschen in der Schweiz. Oder? Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch ein Mangel an Spannendheit ist ein Wort, das es nicht gibt, aber es ist mir ganz so unsicher. Yeah, yeah. Nein, wir sind einfach schon ein bisschen das Diplomatische, das Anständige, das Freundliche, das ein bisschen wenig Ecken und Kanten gibt, hat schon auch nicht so viel her. Ich habe das Gefühl, die Schweiz ist in sehr vielen Bereichen, nicht in allen, aber in sehr vielen Bereichen so ein bisschen 80% vom Rest. Es ist alles ein bisschen toned down. Außer vielleicht die Finanzlage. Das ist eine schöne Schlagzeile. Die Schweiz nicht ganz 100. 80%, aber das finde ich wirklich noch. Bei uns geht es nicht um den 99% oder das 1%, das zu viel hat, sondern bei uns ist es auf den fucking 80%. Zum Glück geht es ja denen gut. Oder? Aber es ist so ein bisschen sehr päppig, langweilig, entspannt. Es kann gut sein, aber auch nicht. Ja, also wir wollen es jetzt nicht verdammen. Nein, aber was jetzt schon so eine leichte Tendenz ist, wo ich merke, ist also auch zum Glück, dass wo ich merke, jetzt habe ich ein paar Auftritte gehabt und logischerweise, jeder Mensch, wo nicht will kommen, hat aus Recht... Ist nicht gekommen. Genau, hat aus Recht nicht gekommen. Joel, ich hänge deine Lippen und finde, wo an gehst du? Nein, wegen Ansteckungsgefahr, Schutzmassnahmen. Ach so, okay. So ich meine, jemand, der dich oder deine Programme nicht mag. Ja, gut. Ja, nein, okay, sorry, ich bin... Aber jetzt die Menschen, mir out. Die Menschen, die kommen, ja, merke ich schon, das ist jetzt wie 120% im Vergleich zu vorher. Also da ist, die sind anders. Da ist komplett Energie, Freude, die sind richtig parat. Und das ist ja cool. Das ist sehr schön. Ausgehungert! Nein, aber das ist schon schön. Also, ja, nein, das ist cool. Und ich weiß auch nicht, wie es so wird sein mit einer Fernsehsendung. Aber die Leute haben Freude, dass Neues passiert. Ja. Eben, das haben wir auch noch diskutiert, weil erstens, wir sind ja später, normalerweise sind wir am Mitte Juli auf Sendung. Das Jahr haben wir wegen dem Lockdown und allem später können produzieren. Ich habe gesagt, entweder müssen die Leute Freude haben, dass mal etwas kommt, wo halt wieder einfach Unterhaltung ist mit ein bisschen schönen Bildchen und pure bürischem Idyll. Oder sind sie keine Sau, weil einfach alle wollen raus, es ist Sommer, 20. August, also ich weiß nicht, was für Wetter das denn ist oder gesehen ist, aber das kann auf die eine oder auf die andere Seite. Und wir haben auch schon nicht Wetter abgeschlossen, aber wir sind noch gespannt. Mhm. Könnte auch absolut abverrecken, so nach dem Motto, das 12. Jahr ist das letzte Jahr vom Maul, das auch keine Sau mehr interessiert.
Das glaube ich nicht. Und vor allem man weiß es nicht. Diese Staffel wird ja dann noch in 7 Jahren zu sehen sein. Ja, morgen um 3 sicher. Wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch. Da müssen wir nicht drüber schwätzen. Programmierung auf 3, 4, 5, 6 und 800 plus, da müssen wir nicht drüber schwätzen. Aber ich glaube, da wird auch eines gemacht. Ich habe da letztens mit neben dem geschwätzt, weil ich jetzt auch alles ein bisschen neu aufgestellt mit dem CH Media. Und bin gespannt. Und ich gesagt, es wäre vielleicht schon gut, wenn man die uralten Geschichten nicht so regelmäßig wiederholt, weil die Leute einfach auch gar nicht wissen, was ist alte Gugus und was ist jetzt gerade aktuell. Das hat der Zuccolini mal gesagt. Er hat gesagt, er wünscht sich, wenn sie alten Auftritt von ihm zeigen, wünscht er sich, dass man einen Zeitstempel darunter macht. Dass man sagt, Auftritt vor 2000 ja. Und so viel. Genauso wie eine Sendung vor so und so viel. Weil, genau das, was du jetzt auch gesagt hast, du sagst vor 6 Jahren etwas, wo vor 6 Jahren heute kein Problem gar ist. Nicht mehr geht, ja. Und also vielleicht schon ein Problem gesehen, aber noch nicht so aufgedeckt worden ist. Ja. Und jetzt mit dem neuen Wissen, das man hat, wo man sagt, verstanden Sie das aufgrund von was passiert ist, dass man das jetzt nicht mehr sagt. Aber natürlich weiss das ja nicht irgendjemand, der an dem Moment Fernsehen schaut und der Fritsche sagt etwas, was er im 2000 und, frag mich nicht, 13 gesagt hat, wo jetzt nicht mehr so also passend ist. Nett, dass du mich in Schutz nehmen, aber die Gefahr ist schon auch gross, dass ich auch 2020 noch Sachen sagen, die genauso nicht gehen. Also eben, nein, aber selten mit Absicht, sondern meistens einfach aus einer gewissen Flapsigkeit, die man kann mögen oder nicht. Also ich verstand jeden, der findet, Fritsch ist scheiße, weil ich finde, ja, gebe ich dir bis zu einem gewissen Punkt recht, aber ich hatte das letzte Mal, wo wir mit einem Freund geschwätzt haben, gesagt, ich will keinen Grabstein, will kein Grab, sondern einfach erst verstreut oder so, aber wenn ich einen Grabstein hätte, müsste wirklich stehen, er hat es nicht böse gemeint, im Sinne von quasi im Nachhinein eine Entschuldigung, viel Scheiß gemacht oder gesagt, aber selten aus einem wirklich boshaften Moment raus. Aber ich glaube, das spürt man auch. Ja, also hoffe ich. Ja. Wäre ich froh, wenn denn, weiß man aber so auch nie. Nein. Aber es ist nur so, weil die Leute, das hast du wahrscheinlich auch, also es gibt wahrscheinlich Leute, die wahnsinnig toll finden, und auch Leute, die finden, mit dem kann ich jetzt gerne zu anfangen. Aber seit ich nur Comedy mache, ist erstaunlich, wie wenig ich in Kontakt tritt mit den Menschen, die es nicht toll finden. Weil es ist so etwas Spezifisches. Eben, dann gehst du einfach nicht Show schauen. Und jetzt anders gemeint. Ja. und als Moderator, das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen in diesem Podcast, als Moderator bist du natürlich viel mehr einfach der Masse ausgesetzt, wo dann entscheidet, finde ich toll, finde ich nicht aber toll. Aber ich finde, als Moderatorin oder Moderator musst du auch damit leben, weil du ja quasi, also umschalten, abschalten kann jede und jeder. Ja. Aber es gibt auch Leute, die sich einfach gerne auch darüber aufregen, über die oder über einen anderen. Oder genau, andere. Aber du trinkst ja auch viel mehr in ihre Welt. Mit dem musst du auch leben. Also es gehört wie zum Berufsrisiko dazu, dass es da Leute gibt, die sagen, hey, das ist der letzte Double auf dem Planeten. Meine, ja, mit dem musst du leben, sonst machst du doch einfach nicht. Genau. Also es macht doch einfach irgendetwas Intelligentes, wenn du dann halt kannst. Ich kann nicht. Ich muss das machen. So manchmal. Aber oft wird man ja etwas mit dem Ziel, also logischerweise ist das auch als Komiker oder so, dass man das Ziel hat, eigentlich will man ja vor allem geliebt werden. Aber man muss sich irgendwann damit abfinden, dass es eben nicht so ist. Ja, weil ich finde immer, vorne anstehen und hoffen, dass die Leute das cool finden, tut ja niemand, der nicht irgendeinen Schaden hat. Also wenn du völlig normal bist und in dir ruhend, habe ich nicht das Gefühl, dass du von irgendeiner Seite Applaus, Zuneigung oder was auch immer erwartest. Also wenn ich mir, wahrscheinlich haben wir alle einen Schaden, die irgendeinen Beruf haben, wo man vorne ansteht und sich exponiert. Irgendwie müssen wir das einmal aufarbeiten. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gehört, dass jeder Mensch einen Schaden hat. Das, ja, das glaube ich schon auch. Vielleicht auf die eine oder auf die andere Seite. Aber ich finde, wir haben schon den grössten Schaden als viele andere. Also ich schaue immer meine Mutter als Vergleich oder meine Schwester. Ja, die haben sicher auch so den einen oder kleinen Flitschen weg. Aber so kaputt bekommen, finde ich, sind schon die wenigsten meiner Familie. Darum finde ich so. Aber das Bedürfnis am Anfang ist, glaube ich, schon anders, als wenn du mal ein paar Jahre oder in meinem Fall Jahrzehnte. Oh, also, kann ich jetzt bitte Alkohol haben? Es ist nur Wasser und Kaffee gewesen. Egal. Ja, das ist dann irgendwann mal anders. Da entwickeln wir schon eine gewisse Klassheit oder vielleicht einen verstärkten Realitätssinn und Fund. Wenn wir jetzt wirklich alle mögen würden, hätte ich wirklich, glaube ich, alles falsch gemacht. Weil nur gemacht werden. Also die liebsten Menschen haben irgendetwas, was sie doof finden. Und wenn es nur ist, was sie so lieb sind. Ja, ja. Das ist so. So. Aber das ist so. Für meine Verhältnisse fast schon ein bisschen philosophisch. Deine Verhältnisse. Aber du hast eigentlich mal Schauspieler werden.
Ja, aber das habe ich jetzt für mich analysiert, dass das nicht mit der Psychologin oder Psychologin oder Psychiaterin oder Psychiater besprochen, aber für mich so herausgefunden, das ist einfach schon gesehen, weil der Bruder von meinem Papa, mein Götti, der ist Schauspieler gesehen, leider nicht mehr am Leben, Gott habe ihn selig. Und ich habe ihn einfach immer mega cool gefunden, schon als kleines Kind, und wollte darum quasi da werden, wo der Götti ausgestrahlt hat, gesehen oder gelebt hat für mich, weil das einfach in meinen Augen auch viel spannendere Leben gesehen als Theaterschauspieler, vor allem in Deutschland, als das, was meine Mappe gemacht hat, als Metallarbeiter zu Appenzell und neben dem Job noch geholfen heuen bei seinen Eltern. Und also, was heutzutage schon fast wieder Living the Dream ist. Mega funky, gell? Und mega cool. Und er hat wahrscheinlich einen Instagram-Account und der super gehypte, weiß auch nicht was, sie wie sich vom Land. Aber damals habe ich einfach gefunden, wie bitter, wie langweilig, wie doof, will ich nicht. Und darum ist einfach der Götti ist so der hypercoolste Typ gesehen, den ich kennt habe. Yeah. Weil ich auch nicht so viele Leute kennt habe, außer die vom Dorf. Und darum, ich glaube, das hat schon mit dem zu tun. Der Götti hat mich auch unterstützt. Also, was soll man dem sagen? Mit einem gewissen Wohlwollen, aber einer grossen Abneigung zu meiner Entscheidung, dass ich das auch machen will, hat er mich unterstützt und ist dann sehr froh gewesen, wenn ich selber eingesehen habe, dass ich einfach doch eher talentfrei bin im Verkörpern von anderen Charakteren oder Dingen. Und dann war es lustig, dass ich dann nach den missglückten Aufnahmeprüfungen an verschiedensten 18 insgesamt gesehen habe. Schauspielschule habe ich gefunden, ja, Plan B, Publizistikstudium, so quasi. Vielleicht kommt man dort auch durch, wenn man nicht wirklich etwas kann. Also so ist es mir gesagt worden, wenn du nichts kannst, mach Publizistik. Ja, macht noch Sinn. Weil früher ist, glaube ich, das Jus gesehen. Aber Jus ist dann, glaube ich, schon noch ein bisschen strenger. Eben darum, abgebrochenes Studium, das macht schon Sinn. Und nachher ist ja das Fernsehzeug dann eher so ein bisschen durch einen Zufall wiedergekommen. Und dann denke ich, ja, da muss ich jetzt nicht neben spielen. Da bin ich einfach, wie ich bin. Und man kann es dann mögen oder nicht. Also die Hürde ist wie viel geringer, als wenn du Schauspieler sehen willst. Sollst du ein Schauspieler sein? Ja, und du bist ja nicht einer, der den Moderator spielt. Also bis zu einem gewissen Punkt, weil meine Aufgabe als Moderator, egal ob Events oder mit der Kamera, wenn es gefilmt wird, ist natürlich schon zum gut drauf sehen. Also es kann mal passen in einem Gespräch mit einem Bauer oder so, dass wir auch gewisse Tiefe haben und dass es traurig wird vom Thema her. Aber es interessiert niemanden, wenn ich schlechte Laune habe, weil ich jetzt gerade schlecht aufgestanden bin oder so. Klar, das ist... Also das wenn ist, du am Arbeiten bist... Das ist der professionelle Aspekt davon. Aber ja, es ist nicht... Fall, eben. Aber es ist nicht... Es ist nicht gespielt, sondern wenn ich gut drauf bin, bin ich so. Ja. Ja. Ich bin einfach nicht permanent gut drauf. Das, also ja, der Eindruck entsteht ja manchmal. Ich glaube, ja, ja. Ich selten schlechte Laune verkörpern, zum Beispiel jetzt bei Bauerleder gesucht oder auch bei anderen Sachen. Weil das nicht gefragt ist. Ja. So. Aber das Schauspiel ist ja noch schlimmer. Ich meine, da bist du nicht in deinen Emotionen, wenn du gut bist, sondern bist in einer völlig anderen. Und das habe ich wirklich nie geschafft. Und ich habe es einmal geschafft bei einer Aufnahmeprüfung, dass ein Lehrer mit mir geschafft hat. Und dann habe ich wirklich gekühlt als Melchtal im Wilhelm Tell, Schillers Tell. Und der erfahrt ja, dass sein Vater gerade irgendwie gefoltert und blendet worden ist, also die Augen ausgestochen mit brennendem Eisen und so. Und ich habe es, glaube ich, irgendwie vorne abgerattert, das grösste Hure Arschloch. Und ich glaube vor allem darum, kümmern gesehen, dass meine Locken schön fallen, weil damals habe ich so lange Zeit, also ich glaube, ich bin wirklich so Arschloch gesehen mit 20, das müsste ich heute so auch sagen, ist wahrscheinlich leider so gesehen, aber egal. Und der hat er mit mir geschafft und hat es dann irgendwie so können, und siehst du, ich komme jetzt noch, das stört sich mir gerade, der hat wirklich geschafft, und dann habe ich, glaube ich, halb gekühlt oder so, und es ist mir wirklich, also ich habe, glaube ich, das erste Mal den Text verstanden oder gelebt, und dann bin ich bei einem gesagt, das kann ich nicht machen, das ist viel zu anstrengend, weil ich habe gemerkt, wenn ich den Beruf will machen, wie man ihn muss machen, wäre ich tot in ein paar Tagen, Wochen oder so. Also ich einfach gefunden, ich glaube, meine emotionale Stabilität wäre nicht gegeben, dass ich dauernd könnte irgendwelche tiefen Emotionen wühlen von irgendwelchen Charakteren. Ich gefunden, ui, ich glaube, da wäre ich schnell Alkoholiker, depressiv oder irgendetwas Interessantes. Ja. Vielleicht lieber nicht. Und dann habe ich wirklich, ist gut, habe ich es probiert und herausgefunden, nein, bin ich, glaube ich, nicht gut. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar, weil wo ich, es ist nur in Anführungszeichen, Schlussstrich, ein Schulhaus-Soap gesehen, Best Friends. Aber du hast ja gleich irgendwann eine Szene, eine, wo ich haben müssen erzählen, wie mein Vater Alki ist und daheim und solche Sachen. Eben, und du machst dann halt Take für Take für Take und mit der Zeit steigst du da rein und nachher bist du wirklich bist komplett am Arsch. Ja. Leben, du hast dann wirklich ein bisschen Tränenwasser und solche Sachen und mein richtiger Vater ist definitiv nicht Alki.
Und, ja, Heinz, und, das hat nie jemand behauptet. Nein, 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 aber weißt, es ist, du musst ja trotzdem irgendeine Emotionen herholen. Ja, ich kann ja auch einen Onkel sehen, wo du weißt, dass der gerne ein Bier trinkt. Oder, aber ich habe mir gefunden, irgendwie macht es dich dann richtig kaputt. Und ja. Seriös willst du machen, habe ich gefunden, boah, es bringt dich um. Also ich gefunden, ich könnte es darum nicht. Und darum habe ich das Gefühl, haben eben mehr als Moderatoren oder Komiker oder so, ein Schauspieler haben nochmal einen anderen Schaden. Zum Teil auch erst durch den Beruf zugeführt. Ja. Ich habe irgendwie, das hat mir meine beste Freundin Beatrice mal gezeigt, ach Gott, auf YouTube. Es ist so eine lustige Professorin, die lebt leider auch nicht mehr, eine Glücksforscherin. Mhm. Immer ganz schlimm im T-Shirt und so eine alte mit kurzen grauen Haaren. Und wirklich so, wenn sie gesehen hast, hat sie gesagt, irgendwie so, schlaft unter der Brücke, randständig oder so ein bisschen Trampel. Mhm. Und die ist so geil und die sagt aber, wenn sie glücklich sein wollen und gesund bleiben wollen, werden sie ja nicht Schauspielerin oder Schauspieler. Wenn sie immer wieder in einem Stück ihr Drama des Lebens wiederholen, dann färbt das auf ihre Zellen ab und ist einfach so, und sie ist so geil. Und allein ihrem Vortrag ist ein Event. Mhm. Also musst du mal irgendwie googeln, ich glaube Glücksforscherin, nein, der kommt dir. Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Ich habe gefunden, ich liebe die und die ist so toll und hat ja von, ja, das habe ich zwar nicht so können sagen oder verstehen, aber ich weiß, was sie meint und ja, so. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja einen Hang zu einem gewissen Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Tablettenmissbrauch, weil es ist schon schwierig zum Ausgleichen und glücklich zu sehen, wenn du immer in irgendwelche Abgründe von Antigone oder was auch immer, für mich so ein zeitgenössischer Stoff, weiß nicht. Und es klingt so esoterisch, aber dass deine Zellen übernehmen, wie du dich in eine Emotion reinsteigerst. Also mein Vater hat immer gesagt, wenn du nicht Futter ist und sie deine Fresse ist, kommst du ein Magengeschwübe. Mhm. Wenn du hässig bist oder wütend, lass es raus, dann sonst gibt es ein Magengeschwübe. Ist ja der gleiche Grundgedanke. Ich finde, ja, das klingt für mich sehr logisch. Ja. Das ist ein esoterischer Touch, aber glaube ich daran. Ein bisschen. Glaube ich auch daran. Weil es ist ja nicht von ungefähr, dass eben, wenn du irgendwie mal, frag mich nicht, früher hast du eine Prüfung in der Schule oder so und irgendwie mal oben vor, hast du Bauchweh gekriegt. Einfach so. Gut, aber das Idee, bist du auch über Bauch? Also wenn ich nervös bin, wenn es mir nicht wohl ist und so. Mittlerweile ist der Bauch ganz schlimm. Immer sofort der Scheiß. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Weil wenn sie in die Ferien geht und sie das erste Mal geflogen ist oder nicht so viel geflogen oder das erste Mal allein, weil mein Vater schon gestorben war, dann ist meine Mutter, schläft sie zwei Nächte vorher nicht mehr und muss die ganze Zeit aufs WC und einfach Nervosität ist bei ihr da. Permanent mehr so aufs Häuschen, wie sie sagen. Ja, ich habe Übelkeit, aber ja, das habe ich erst in zwei, drei Jahren, wo ich bin nicht mehr bei Auftritt nervös und wahrscheinlich tut sich das dann irgendwie anders äussern, wenn ich reise und Stress habe. Ja. Also zum Beispiel... Ja, das schlägt mir auf den Magen durch. Ja, mega. Irgendwie, frag mich nicht, Auftritt in Berlin gehabt und ein bisschen stressige Anreise mit dem Flug und... Wir sind da sensibel. Aber das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht gehabt. Aber darum verstand ich absolut, wenn man dann eben, wenn man sich noch hört. Ich kann älter werden. Ich habe jetzt seit neuestem Magenbrennen. Ich habe früher können essen, trinken, rauchen. Ah, das habe ich schon länger. Das ist nicht passiert. Und jetzt habe ich ab und zu alles, was ich gerne habe, Süßigkeiten, frittiert, finde ich nachher, ich glaube, ich muss sterben. Ich verbrenne gerade von innen nach außen. Blätterteig ist ganz schlimm. Ja, aber ich liebe alles, was ich mit Blätterteig. Also ich meine, meine Ex-Schwiegermutter hat die geilsten Sachen gemacht als Chilenin, die irgendwie halt mit Blätterteig und frittiert. Und ja. Ja, du. Ja. Magenbrennen habe ich schon lange. Echt? Ja. Ich meine, die jungen Menschen sagen das nicht, das ist so eine Alterserscheinung. Nein, aber es ist deutlich besser geworden, seit ich eigentlich nicht mehr viel rauche. Seit ich keine Drogen mehr nehme, ist es viel besser. Ja, seit du die Spritze weglässt. Rauchen ist natürlich ganz schlimm, Alkohol ist auch nicht gut, das ist nicht gut, Blätter, Fettig ist nicht gut. Yeah, das sind alles Sachen, die ich gerne habe, gerne mache. Also ich esse ja sehr gerne Süßes und das ist auch... Also Zucker soll ja anscheinend der neue... Was ist Zucker ist das neue Sitzen oder irgend so etwas habe ich auch mal gelesen. Im Sinne, Zucker ist jetzt das, was laut verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Gesundheitsforscher, das ist so schlimm wird, dass wir uns zu wenig bewegen und nicht stehen, sondern die ganze Zeit hocken. Und Zucker ist des Teufels. Ja, ja, aber das sind ja immer so Wellenbewegungen. Also ja, ich persönlich finde Zucker recht blöd. So. Natürlich finde ich es geil, geschmacklich. Und natürlich weiß ich auch, dass wenn du Tomatensauce machst und ein bisschen Zucker drin haust, ist es einfach noch ein bisschen geiler. Das ist auch nicht das Problem. Nein. Das Problem ist, wenn du so wie ich saure Gummibärli oder was auch immer einfach sackweise fressest. Ja. Oder Jelly Beans, ein Sack voll. Oder Primavera, Erdbeere, Dings. Also bist du eher so der Gummi, der Fruchtgummi?
Typ. Muss immer süß, also ich brauche immer Nüsse und Pistazien zu Hause. Ich brauche immer Schoki von meinen verschiedenen Lieblingssorten. Und ich brauche immer, also in meiner Schublade, in der Küche, hat es eine Schublade, die so war. Und damit es mir gut geht, ich nicht in Stress komme, weil ich finde, jetzt hätte ich Lust auf das. Scheiße, ich habe es nicht. Yeah. Dann gibt es so wie Beschaffungskriminalität. Also ich glaube, so fühlen sich Junkies. Bei mir ist das mit Süßigkeiten. Ich finde, ah, fuck. Und dann aus Frust muss ich, probiere jetzt immer an einen Apfel zu essen. Neben meinem Sack Gummibärchen oder so, dass ich finde, ja, wenigstens... Damit du noch ein bisschen mehr Zucker dir reingeklaut hast. Ja, ein bisschen Ballaststoff und ein bisschen etwas gesund. Aber ich liebe es einfach. Und kaufe aber immer nur die kleinsten Säckchen. Also immer so quasi Single- yeah. oder Kleinkind-Version. Weil ich weiss, ich frisse eh alles. Ich kann nicht den halben Sack... Ja, ja, ja. Wir hören jetzt auf mit, aber Maltesers zum Beispiel. Und die haben jetzt gerade gedacht, weißt du warum? Maltesers, so leicht und rund kann Schocki sein. Wenn ich ins Kino gang, wo man noch ins Kino hätte können, du, ja. Das hat mich, für mich allein, hat es mir immer 50 bis 60 Stutz gekostet, die letzten paar Jahre. Also, weil Ticket, ja. Dann ist vielleicht noch ein 3D-Film oder was weiß ich, bist eh schon bei 25. Ja. Und dann ist es gesehen, großes Popcorn. Popcorn ist sie nie im Kino, lustigerweise, ja. Oder Nachos. Hasse. Wirklich? Oh, mit der Käsesauce. Prinzessmandeln. Genau, und dann aber noch alles süß, nämlich vor all diesen Fruchtgummidinger, ein riesen Sack voll. Am geilsten sind die roten Stangen. Das frisst, also du frisst einen Popcorn, also das schaffe ich dann nicht. Popcorn das, plus dann noch meine Süssensation. Ja, ja. Und das ist eigentlich eine Ode. Immer ein Erdbeergarn. Das ist auch, ich schaffe es wie nicht, um nicht in der Pause ein Erdbeergarn, weil das... Also, ja, aber das ist eben eine Ode an mein früheres Ich, ist das denn? Okay. So, weil irgendwann ja. Vor 5 Jahren, 6 Jahren habe ich gefunden. Nachos hat es in meiner Jugend eben noch, also es hat es noch nicht gegeben in unserem Breitengrad, ja. Sicher nicht im Kino St. Gallen, ab und zu geht es kein Kino. Mhm. Und als ich das letzte Mal zu Zürich mitbekomme, habe ich gefunden, wie kann man das hure Maiszeug mit dieser Pump, also am da habe ich gefunden, da kommst du Krebs, wenn ich es anschaue. Am geilsten ist, wenn du beide Soßen nimmst du Tomatensauce und die Käsesauce und dann fährst du am Mischen. I'm disgusted. Es ist widerlich. Aber es ist geil. Gomfi-Brötli mit der selber gemachten Gomfi von der Mama, Erdbeere, Barbara, weiss ich, am liebsten, aber manchmal ist es Aprikose oder was sie halt gerade hat. Und dann Appenzellerkäse dazu. Also das feines Butterbrot mit Gampfi und dann Appenzellerkäse. Haben auch lange nicht alle verstanden. Oder früher habe ich als Kind sogar noch Brot mit Ketchup, Silberzwiebeln und dann nochmal ein Scheibenbrot. So. Also in Sachen Zeug essen, wo andere Menschen gruseln, bin ich also auch relativ gut. Rührei mit Ketchup. Ich habe das Problem mit Ketchup. Wird ich immer wieder korrigiert. Aber ja, ich kann es überall dazu essen. Ja. Und finde ich nicht mehr gut. Es ist einfach Zucker und Tomaten. Also es kann ja nicht nur ungesund sein, es sind wenigstens Tomaten drin. Das hat irgendetwas, ja, egal. Es hat Tomaten drin. Ja, es muss Tomaten drin. Es hat einfach viel mehr Zucker, aber ich habe auch schon Light-Dings gekauft, bis ich dann wieder irgendwo mal gelesen habe, dass es noch schlimmer ist, alles was Aspartan oder so ein Zuckersatz, Saccharose oder so drin. Und finde, ach komm. Darum gehe ich jetzt immer mehr wieder zurück zum Original, aber einfach möglichst wenig von dem. Egal, ob es das Mayo, Ketchup oder was immer ist. Das ist einfach dann... Das Original? Ketchup? Ja, nein, weißt du, im Sinne von nicht Light. Zuckersauce. Ja. So ungesund wie der Scheiß schon ist, seit ich auf der Welt bin. So frissen jetzt, aber einfach weniger als ja. Früher. Aber eben, wie gesagt, es sind immer so Wellenbewegungen, weil halt eine Zeit lang ist die Lobby ein bisschen stärker und sagt, jetzt müssen wir Zucker verteufeln. Danach in 10 Jahren kommt wieder Zuckerlobby und sagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir Fett verteufeln. Er hat ein super Buch, so einen Wälzer, also wirklich dick. Und ich habe zuerst gemeint, es ist Englisch, weil er viele Sachen auf Englisch redet. Und es ist einfach nur «How not to die». Der Untertitel ist aber den Deutschen, das hast du nachher gemerkt, weil ich gefunden habe, kann ich nicht ausleihen, weil das ist mir wahrscheinlich zu kompliziert auf Englisch. Yeah. Und dann habe ich gesagt, es ist ein deutsches Buch, eben, was man alles sollte essen und er lebt jetzt auch vegan oder vor allem vegan und so. Und ich habe gesagt, oh, finde ich alles super cool, aber irgendwie... Aber Mostbrötchen? Boah, ja. Nein, mit Schnitzelbrot. Ich habe so in jeder Bäckerei zu ab und zu die Schnitzelbrot-Version und ich vom Drei König, von der Landbäckerei und vom Böli. Und ich liebe es. Es ist überall ein bisschen anders, aber ich liebe einfach... Und find, ich habe mir gefunden, es ist ja nur Schnitzelbrot. Dann habe ich gefunden, ja, aber es hat einen Bulli-Schnitzel drin. Also es ist nicht vegan. Oder manchmal bin ich so schlimm, dass ich schon gerne check. Es hat wahrscheinlich eben auch noch Mayonnaise. Und ich esse ja nur einmal in der Woche Fleisch, dafür dann aber richtig. Und dann fange ich an überlegen und finde, ich habe jede Woche, glaube ich, 3-mal irgendetwas mit Fleisch gegeben. Also fick dich mit dem einmal. Das stimmt einfach nicht. Ich bin ganz schlimm. Und Dings hat im Sonntagsblick Fitzi, ihre Kolumne gehabt. Weißt du, im Fürstentum und jetzt im Sonntagsblick und so, ich habe die irgendwie kennengelernt, ich finde die noch cool.
Und die hat eben geschrieben, weil sie vegan lebt oder sicher vegetarisch, glaube vegan, mehr nicht vegan oder nicht vegan, sollen einfach aufhören mit dem Scheiß im Sinne von eben nur einmal in der Woche und nein, so, das ist einfach nicht schlimm. Sag einfach, ich frisse Fleisch, weil ich es gerne habe und lebe darum, auch wenn ich ab und zu überlege, dass es nicht so cool ist, mit den Konsequenzen, die es hat. Also es gibt sicher ein Tier, das nicht schön gelebt hat und hat müssen sterben, wo ich auch noch einen Brocken davon gefressen habe. Mit dem musst du leben. Und ich finde, ja, ich finde es nicht immer schön, aber eben, ich bin zwar oft nett im Fernsehen, aber ich glaube, ein Fleischfresser. Nicht immer schön, aber fein. So. Ja, und eben, das ist gestern auch noch irgendwie gekommen. Es hat auch irgendeinen Artikel, wieso uns Veganer so nerven oder so irgendwie. Und dann ist aber auch schön, also es ist ein schöner Artikel gewesen, weil dann einfach am Schluss kommt, Problem sind nicht Veganer, die immer darüber reden und sich als Gutmenschen fühlen oder uns überlegen, uns Karnivoren. Sonst Problem sind einfach wir, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben und die darum nervig finden. Weiss auch nicht was. Ja. Und ich fand, ja, wenn man sich mehr überlegt über das Thema, kommt man vielleicht auch auf einen besseren Weg. Und eben, wie mit meinem veganen Kollegen gesagt hat, tierische Proteine sind eh nicht gesund für den Körper. Es geht nicht um das Tierwohl, sondern es ist einfach auch nicht gesund. Von, gut, ich mache so viel, was nicht gesund ist. Wo ich beim Punkt wäre, können wir denn mal eins rauchen oder kann ich mal eins rauchen? Hey, ich habe dir vorgeschlagen, dass wir langsam aufhören. Das ist jetzt schnell zu voll. Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist im Fall, also die Zeit ist sehr schnell gegangen. Es hat jetzt so getönt, dass ich finde, es hat sich wie ewig angefühlt, aber es stimmt überhaupt nicht. Es ist quasi wie doppelt so schnell gegangen, als ich gedacht hätte. Und jetzt müssen wir noch eine schöne Schlagzeile finden zum Schluss. Oh, aufgrund von den Informationen. Von Mutzenbecher und Fritsche ohne Alkohol, Doppelpunkt, geht das? Fragezeichen. Anscheinend schon. Kaffee und Wasser, also heute so alleine hast du mich lange nicht mehr gehalten. Du. Heute haben wir es mal ohne Alkohol geschafft, ja. Aber nicht, die Schlagzeile war doch dann irgendwie so etwas, die Fleischfressenden. Oder... Die zwei Fritsche, mit grossen Nein, Achtung, großes Geständnis. Großes Geständnis. Großes Geständnis. Wie besorgt ist er um seine Gesundheit? Im Wort besorgt habe ich schon Angst gehabt, weil ich dachte, das ist schwierig, aber gut, besorgt um seine Gesundheit. Gut. Ja, großes Geständnis. Aber es ist ja der Feel Good Podcast und wir haben sehr viel, Feel Good. Sehr viel Positives rausgeholt. Ja. An dieser Stelle vielen Dank dir. Und danke dir. Vielen Dank allen Menschen, die immer zuhören, zuschauen. Was ich jetzt nicht so verstand, aber schön sind dabei. Ich verstand es auch nicht. Wir haben ohne Sache, wir haben Rekordzahlen. Vielleicht ist es auch wegen Corona. Ja, das ist Joni Meier gesehen vom letzten Mal. Die liebe ich aber auch so. Sie hat nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. You know I love you. Yes, we love each other. Boah, jetzt kommt wieder, dann spürst du mich schon. Es gibt vielleicht jetzt eine oder zwei Wochen Pause, wir müssen mal schauen. Ich habe noch eine kleine Operation vor mir. Oh nein. Von wegen Feel Good. Oh nein, das musst du aber schon sagen, was ist nicht so Sachen. Mir Riss in der Bauchdecke. Seit einem Jahr ist das Thema. Riss halt noch mehr Maltese und Popcorn im Kino. Jetzt weißt du ja, wo du Magen brennst. Das kommt schon gut. Das ist ein Standardbegriff, da wirst du jetzt nicht gerade verrebeln dran. Nein. Also, wir werden dann, sobald wie möglich, wieder. Du kannst ein Kätzchen absenden. Ein Kuchen zu abzählen. Nein, das mache ich wirklich bei wichtigen Sachen. Kätzchen, sicher ist sicher. Einfach so quasi das Backup. Das ist lieb. Gegen oben ist immer gut. Also, all the best, Bauerledig sucht, kommt ab 20. August. Genau. Und bis bald. Bye.